Der XXL Ostfriese im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die weite Reise hat er auf sich genommen, weil auch 7000 Kilometer entfernt vom kleinen Filsum viele Pferdebesitzer von den Fähigkeiten des Knochenbrechers gehört haben und auf Hilfe für ihre Vierbeiner hoffen. Erstes Ziel: Illinois. Zu diesem Bundesstaat haben die Ostfriesen ein ganz besonderes Verhältnis. Denn hier ließen sich bis Anfang des letzten Jahrhunderts jede Menge Vorfahren nieder. Kein Wunder. Sieht ja auch aus wie in Niedersachsen. Sein erster Termin führt den Knochenbrecher zu Tierarzt Steve, einem Amerikaner mit ostfriesischen Wurzeln, der schon sehr gespannt auf die Behandlungsmethoden aus der Heimat ist. Moin! In Amerika Blattbrot, das ist auch selten, oder? Ja. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen? Ja, nur ein bisschen, ja. Aber das klingt... Ja, mein Name ist Steve. Und ich heiße Tamme. Ja. So, wir haben zwei Hunde hier. Ja. Kannst du die helfen? Darf ich probieren, oder? Okay, das war gut. Hey, Tamme? Du, das ist mein Büro, Messerska. Hi, nice to meet you. Kim Baumann, das ist Tama. Hanken, he's the horse chiropractor coming from Germany. Oh, great. Yeah. Hier sieht man, wenn er loben geht, er steigt so ab. Und wenn ein Hund abkommt, dann muss die Tönen gleichmäßig unten gehen. Und wenn der an die sieht, nein, sie schloten blieben und er läuft bloß binnen ab, dann habe ich das Problem immer an der Innenfahrt. Offenbar klappt die Verständigung auf Platt. Jedenfalls macht Steve den Eindruck, als würde er alles begreifen. Okay. Wo alt ist er? Is he seven? He'll be eight tomorrow. His birthday is tomorrow. Morgen wird er 8 Jahre alt. Richtig gutes Alter für so einen Hund, ne? Ja. Gut festhalten und vornehm nehmen. I feel good. Yeah, he's very old for a Great Dane. I know it. Yeah, how's that feel, huh? How's that feel? Good boy. Dem Knacken nach zu urteilen, hat der Hund in seinem Leben noch keinen Knochenbrecher gesehen. Jetzt noch die Halswirbelsäule. Das war's. So, jetzt will ich noch einmal loben. You'd like to see him walk again. Okay. Um zu überprüfen, ob alles okay ist, muss der Knochenbrecher den Hund im Lauf sehen. Naja, für 8 Jahre ist natürlich ein gewaltiger Olle, nicht? Für diese Rasse. Genau, genau. Aus einem Hund in diesem Alter macht man keinen Sprinter mehr. Wenn er nur Trabenschall und kommt so in die Geläuf, dann fangen die Achten an, so zu hoppeln. Und das kriegt ein Hund bloß, wenn er nicht aufruhen kann. Wenn diese Lütsche Knorken sind, nicht bogen könnt. Und das ist das Problem. Das holt normalerweise 2-3 Tage an. Das sind die Entzündlichkeiten der Rut. Und dann läuft er an, es läuft er freie. Und dann kriege ich auch hier weniger Druck auf. Gut. Good. Thank you. Er ist immer halt alt, da muss man ja auch reden. Stinken dadurch. Wir haben auch einen Labrador-Hund. Ja? Ja. Kannst du die? Guck uns mit dir an. Ja. Und weil er dir das Platt beibracht? Ich hab Platt von meiner Oma gelernt. Ja. Finde ich super. Ja. Ich wohne hier so weit nicht von Aurich weg, 30 Kilometer. Ja, okay. Und wenn du nach Aurich hinfährst, kommst du von Oldenburg sieht. Ja. Da fährst du immer an die Kreuz, wo wir wohnen, praktisch Filsum, die Ostschlag fährt man runter nach Aurich. Also nach Westerstede? Ja. Und dann der Abfahrt nach Aurich? Das Abfahrt Filsum. Nach, ja, das ist Abfahrt Filsum und direkt Filsum. In Filsum wohne ich. Aha. Ah, ein Blonder. Ja. Wenn man jetzt kickt, die linke, dann läuft er breit mit und wer binnen sieht. Und der andere läuft er ziemlich normal mit.
Ja. Also links achtern ist ein Problem. Ja. Wir dürfen von Fürden im sein. Ja. Und hier sucht man da die Sück diagonal umfangen dort. Rechts vorne. Ja, rechts vorne. Na? Do you want me to take this off? So, ist fein und? Mal schnüffeln, ne? I think you can. Hier suchst man an die Schleimhäute. Hei subt zu wenig. Ich muss mir Worte suchen und mehr Rot kriegen. Wir geben bei uns den Huren immer 2 Eidlöffel voll Kürbisöl mit Röwe. Fangen die ganz anders an zu suchen. Und ich weiß nicht, hast du den Hadel mal untersucht? Das sucht so gut, wenn die so blass worden waren. Das ist meistens ein Teigen, dass die Herzkranzgefäße mit dem Hund nicht genug Sauerstoff kriegen. Und da gebe ich dir endlich, bei uns gibt es ein Präparat von Weißdorn. Ein Tablett morgens und dann wagen die alle richtig für ab, wurden mobile. Nehmt mir wie Flüssigkeit ab, geben mir auf, entgiften sie bitte und wollen einfach vitale. Und alles andere bringt der Knochenbrecher wieder ins Lot. Siehst du, da war er schon. Ein Leben lang hat der Blindenhund anderen gedient. Jetzt ist er mal dran. Zu Hause in Filsum kümmert sich Ehefrau Carmen um Hof und Tiere. Ein bisschen näher dran, Hanna. So lange Arme hast du dann auch nicht, auch wenn du so groß geworden bist. Ne? Überall putzen, ne? Von oben nach unten. Ja, Tobi hat sich gewälzt. Im Schlamm. Guck mal, überall ist Schmutz. Oh, der steht ja ganz lieb und guckt. Du weißt ja, dass er sich über Fliegen immer ärgert. Das kennst du ja, ne? Da ist er nicht der Einzige. Allerdings kann Opa sich effektiver wehren. Der Mensch ist ein gewohntes Tier, du. Ruhig ist es auf dem Hankenhof ohne den XXL-Ostfriesen. Irgendwie nix los. Tamme und Tierarzt Steve haben eine Verabredung im Nachbarort. Hier in Illinois sind die Entfernungen riesig. Kein Vergleich zu Ostfriesland. Das fruchtbare Marschland hat schon vor über 100 Jahren viele Landwirte aus Übersee angezogen. Die plattdeutsche Sprache verbindet sie bis heute mit der Heimat. Aber dazu später mehr. Jetzt wartet erstmal der nächste Patient. Hallo. Hallo. This is Tama Hanken. I'm Debbie. This is Debbie. Hello, Debbie. A little wink. 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 He came to me with, he was tight in the lumbar area, lumbar sacrum. Ja, einfach. Hinten links ist sie ja verschoben, ne? Ja. And sore, reported sore back. Ja, sie hat das Pferd adoptiert lassen. Hat die bekommen, nachdem das Pferd war in Rassen, also Pferderassen. Ja, Rennen, zum Rennen. Genau, Rennen, ja. Habe ich wohl verstanden. Ja. Hier ist das Problem, das Pferd ist irgendwo mal reingegangen, wo es eng war und hat sich diesen Hüfthöcker angebrochen. Der Hüfthöcker ist hier vernarbt, das fühlt man, dass der tiefer angewachsen ist. Also dieser Apparat hier, man hat Pferde, wenn die denn durch den Stall kommen und stoßen so hier vor der Wand oder irgendwo in der Ecke, dann bricht das ab, dieses Teil. Und das schwimmt los und auf. Und das wächst sachte nach unten hin und wächst wieder an. Okay. Und das ist hier passiert. Darum ist er so schief. Und the problem is auf the left side. Yep. Right? Yes. Yes. Yep. Okay. So, he would like to see you walk. Der Knochenbrecher will überprüfen, ob seine Vermutung stimmt. Dafür muss er das Pferd in Bewegung sehen. Jetzt sieht man deutlich, nicht? Ja, ja. Wie viel tiefer das ist. Ja. Das Pferd hat eine Scheunetür. Er hat gelaufen in der Tür, in die Tür vor 2 Wochen. Deswegen hat sie gesagt, deswegen hat er das Problem mit der Hüfte. Aber dies ist älter. Das ist älter. Das kann in 14 Tagen nicht vernarbt sein. Ja, vielleicht hat er sie wieder weh gemacht. Aufgefrischt. Ja. Einmal back. He said it had a problem there before. Oh, that's all there. Yeah. Okay. It re-injured it. Yeah. Viele Gleichgewichtsstörungen haben ihren Ursprung in der Halswirbelsäule. Wenn hier etwas schief sitzt,
kann sich das auf die gesamte Haltung auswirken. Boah, gut. Verletzungen, auch alte, ziehen oft Fehlstellungen nach sich. Fein, okay. Mit seiner Größe von über 2 Metern überragt der Knochenbrecher viele Pferde. Das scheint Eindruck auf die meisten Vierbeiner zu machen. In der Regel halten sie still. Komm, gib Fuß. Renken und Dehnen, das bringt die Gelenke wieder ins Lot. Eine Aufgabe, die allergrößte Sorgfalt und viel Fingerspitzengefühl erfordert. Diese Eigenschaften würde man dem massigen XXL-Ostfriesen vielleicht nicht auf den ersten Blick zuschreiben. Doch er beherrscht sie, wie kaum ein anderer. Da. Ja, den. Also dieses Bein kann man auch nicht mehr so weit rausstrecken, weil dies ein Handicap hat, nicht? Ja. Der Schlüssel provoziert einen Katzenbuckel. Dadurch rücken sich die Wirbel wieder zurecht. An der rechten Seite Fesselträger hier. Aha. Problem. This Gelenk hier. Yeah, the fetlock. Yeah. Yep. Has a problem on the right side with the fetlock. Zum Hufstand. Mhm. Das Pferd soll Gelenk eine Gerade geben. Jetzt geht er so nach außen, aha, innen, aha, wieder nach außen. Ja. Er geht so, ja, jetzt bei ja, mich. Ja, er muss outside vom Hof bis hier. Bis hier circa dies wegschneiden. Das Pferd rund wird im Hinterbein. Da kann er sich wieder besser bewegen. Er kann nicht weit genug traben, um den Reiter zu tragen. Aha. Die Farbe im Maul muss rosa sein. Yeah. The color of his Rosé. Guns need to be pinker. Okay. Es kann auch immer ein Zeichen sein, wenn das so gelb ist, dass sie Parasiten hat, Würmer yeah. hat. Yeah. Das ist auch ein Ding. Dann ja. gibt man einmal eine Wurmkur. Ja. So machen wir das in Deutschland. So you can tell me what he said. Yeah. He's saying that the yellow gums can also be a sign of parasites, worms, and so it needs to be dewormed regularly. We give a course, a cure, a worm past. Yep. And worm 10 paste. Days later nochmal. Yeah. 10 days later another okay. dose of it of deworming. Am 12. Tag legen die schon wieder Eier. Also am 10. Tag bringen wir die Kinder um. The worm's children. We must kill it. Ja, ja. So, genug gearbeitet. Wo ist denn der Eingang? Was ist das? Out, also please. Jetzt wird gegessen, wenn man nur wüsste, wo es reingeht. Hier schon mal nicht. Dann müssen wir da rein. Sieht so aus. Obwohl, vielleicht doch nicht. Das ist Baustelle, oder? Oh Mann, ist ein Zerrütteln. Aha, also doch. In diesem Lokal ist der XXL-Ostfriese mit ein paar ehemaligen Landsmännern verabredet. Moin, das ist der Deutschländer. So sieht der Not. Man kann den Lüerland Typ anfangen, wo sie ist. Du bist ja so leid, wo können wir da gehen? Ja. Komm mal her. Wo wir da an da? Ich bin ja alle aufstrehen. Dann will ich da im Hand. So in Ruhe. Moin. Guten Morgen. Moin. Moin. Dieses Grüppchen ostfriesischer Vorfahren trifft sich regelmäßig zum Austausch auf Platt und freut sich, endlich mal ein Original begrüßen zu dürfen. Shirley Lushen Wyatt.
Nur die Name ist Hannen. Tamme Hanken. Tamme Hanken. 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 Wo kommst du von? Von Kreislehe, Filsum. Oh, Filsum. Filsum, Emden, Lehe. Lehe. Ostfriesland. Ja. Donum quer nach Emden, ja, der Voss, Esens, Nörden lang. 50, 60 Kilometer, schätze ich, so an der Küste lang. Aber hier haben das ja gut beibehalten, die Sprache. Wie war? Also die Sprache und die Plattdeutsche haben hier ja gut beibehalten. Oh, ja, nachher wie Bienen. Ja, das. Ja, die Sprachen verändern sich ja nicht, das ist so. Bei uns ist die Tendenz so, die Broten werden mehr platt. Also auch in Schaulen und so, wo dann du beibracht, die Kinder kriegt dann wieder hören und ich finde das auch richtig. Ja, mein Opa lehrt. Ja. Und ich habe eine Deutschland-Handwerk, so um Holtrop, da kommst du von her. Ja, Holtrop ist nicht ja. Und da habe ich eine Lehrer-Handwerk. Und ich in der Tee-Museum. Ja, und ich probe mit der Frau Menske. Sie sagt, du bist von Holtrop, nicht? No, ich bin Amerikaner. Sieht nach einem lustigen Heimatabend mitten in Amerika aus. Ach ja, und zu essen gab's am Ende auch noch was. Just to kick him in the side, make him show his step and pride, back on those Texas plains. In Ostfriesland gibt Ferkelschnitzel alles, um die Zurückgelassenen ein wenig aufzumuntern. Wollen wir ein bisschen raus? Ja? Wollen wir ein bisschen raus? Ich muss ja auch mal eben gucken, was hier los ist. Komm erst hier. Schnitzel. Na, dann geh erst mal. Oh. Oh, sag mal guten Tag. Komm her. Hey. Mal im Sitz. Mal im Sitz. So, ist brav. Nicht so wild, ne? Aufpassen! Nicht mit Fleischanlage hier, du. Aufpassen. So, komm mal her. Dass Schweine so bestechlich sind. Für ein Stückchen Käse würde Schnitzel wahrscheinlich sogar bei den Schweißarbeiten helfen. Ja. Platt ist zwar verbreitet, aber noch längst nicht Landessprache in den USA. Wir sind ja technisiert, ein bisschen Englisch. Da lernen wir mit links. Na, dann mal los, Tamme. Yes, ja. Das war ja Plattdeutsch. Yes, ja. Yes, ja. Yes. Nein. Ja. No, no. No. Ja, so blöd bin ich auch nicht. Bitte. Please. Please. Danke. Thanks. 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 Vielen Dank. Thanks a lot. Was wird das? Thanks a lot. Thanks a lot. Gern geschehen. Das ist ja zu Quatsch, nicht? You're welcome. Also, daran kann man noch feilen. Moin, Tamme. Moin. Wie geht's dir? Gut. Gut geschlafen, alles prima. Moin. Oh, sehr gut. Ja. Oh, und das ist ja mein Freund ja. Von gestern. Da möchte uns die Worte... It's good to see you again. Hallo. Sie wollte dir bedanken. Rex. Ne? Rex? He's doing very well since you worked on him yesterday. For the first time in a couple of months, he was able to go up to the second story of my house without help. I'd always have to get behind him and give him a little push to get him all the way up. But yes. Twice he's gone up all by himself since you worked on him. Yeah. It's very good. Seitdem du gestern auf ihm gearbeitet hast, jetzt gestern Abend könnte er die Treppe hinauf wieder zum zweiten Etage. Aber er geht hinten auch nicht mehr so breit, nicht? Gestern ging er ging so hinten. Ja. An der Backside. Und jetzt lässt er die Beine schön zusammen. Und das ist eben, wenn im Fuß hier das versprungen ist, wie bei unserer Hand, dann kann er nicht abrollen. Er muss sich, wenn er Treppe geht, muss er drücken,
und mit der Zehe sich hochnehmen und dann weg. Und das geht dann nicht. Und dann hat er Schmerzen. Und in dem Moment blockiert er denn, dann will er die Treppe nicht mehr hoch. Und das ist ja schön, dass er das jetzt wieder tut. Ja. Das ist wirklich gut, dass du ihm helfen könntest. Super. Ja. Thank you so much. So, und jetzt ab zum Frühstück. Wenn nur die Wege in Amerika nicht immer so lang wären, stimmt's, Tamme? Ja. Wo die Kinder in Amerika, die haben die Geschäfte und alles. Das heißt, Gemeinde. Das ist sehr komisch. Na, endlich. Jetzt steht nur noch die Sprache zwischen dir und deinem Glück. Was willst du zum Essen? Eier. Steak mit Eier. Beefsteak mit Eier. Willst du Eier mit Speck und Toast? Ja, das klingt nicht schlecht. Ja. Man kann also zwei Eier mit Wurst oder mit Speck und Toast. Das ist okay. Okay. Hauptsache was zu essen. Das ist kein Ostfriesentee. Der gibt dann nirgends. Ja. Den Clunches. Ja. Nein, das ist auch so, der Ostfriesentee ist super. Ja. Und die Eier offenbar auch. Excuse me. Ja, das wusste ich. Excuse me. Excuse me. Entschuldige bitte. Sorry. Das Friesen entschuldigen sich nicht. Was ist das für Quatsch? Nordkaplan. Nordkaplan. Wie meinen? No problem. No problem. Hallo. Du sprichst aber auch nuschelig, du. Hi. Hi. Hello. Hello. A little difference in the size, huh? What's the problem for this horse? She has a swelling. We think it's a cyst right there, and she doesn't have it on the other side. Mm-hmm. Yeah. And which upswollen upon the They seat. Think it's a like a fatty tumor or something. Wenn so was upschwollen ist, der Gift hat einen ganz hervorragenden Gift, Spinnengift. Da kann man diese Schwellung, die kann man einfach nehmen und da hat die Bitchen da all down, hier wo es ungefährlich ist. Dann kommt der Sack ganz prall hier und da kannst du ihn oben haben. Der trägt das von der Barben in einen so einen Ballon hin und dann machst du einen Schnitt und fertig. Einmal im Schritt. Die alternative Heilkunde der Knochenbrecher, die in Ostfriesland seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weitergegeben wird, ist im 19. Jahrhundert nicht mit den Auswanderern nach Amerika gekommen. Gut. Oh. Hier, das ist die Trachte. Sie steigt so steil. Sie steigt so und ein Mut platt ist da. Wir machen ein paar Mal ein bisschen locker, dass er ein bisschen in Richtung kommt. Dass er die nächste Dame wieder besser läuft. Inzwischen hat es sich bis nach Übersee herumgesprochen, dass der Knochenbrecher oft weiterhelfen kann, wenn klassische Behandlungsansätze erfolglos geblieben sind. Die Gabe, durch Abtasten Entzündungen und Nervenblockaden zu erspüren, hat auch in der Hanken-Familie Tradition. Das ist die Trachte. Die Trachte muss bitte hier kürzer gemacht worden. So muss die Runde. Die Steitau da hoch. Hast du das gehört? Das ist ein Kreuzdarmbein. Mach mal einmal los. Free. Das sieht doch schon ganz anders aus. Größte Problem: Atlas. Erste Halswirbel. Das ist das Gleichgewicht von dem Pferd. Der Pferd, der nicht hinfällt, der Pferd vernünftig lopen kann, der nicht schwankt. Die ist in Atlas. Und wenn der Nackenwirbel verschoben ist, dann läuft der immer, als wenn er besoben ist. Er schlängelt. Oh,
yeah. Aber wenn er frei ist, so. Okay, he loved me leak. Wenn er frei ist, dann kann er wirklich loben. Yeah. I love me leak. Yeah. Nur muss das Nerv muss es aufschwellen, 2-3 Tage lang. So was gibt man am besten Vitamin B. B6, mit B12 müssen wir den aufdecken. Dann verhalten die Nerven so mehr. Und sie muss anfangen, das Pferd so toll longieren, dass die, wenn er nur rechts ist, dass die auch nicht nur Buten kickt, die Hals, als sie deit, sondern die muss auch noch rechts hinkicken, wo sie steigt. Alles klar. Ich spreche nur ein bisschen Englisch. Ja, selbstverständlich. I only speak a little bit of English. I speak a little bit English. I'm schlug aber nicht die Wörter runter. Ich verstehe dich nicht. Sorry, I don't understand you. Sorry, I don't understand you. Das habe ich nicht verstanden. Warum kompliziert, wenn's auch einfach geht? Überall Geländewagen, 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 was gewaltig, wa? Wen wundert's? Großes Land, große Autos. Du fährst doch zu Hause im kleinen Ostfriesland auch ein Megacab, Tamme. Aber wer weiß, vielleicht gibt es hier ja noch größere Wagen. Mal gucken, ob was Passendes dabei ist. Nicht übel. I understand a little bit English. My big problem. How's the US? Good? Ja, that's good. Good, good. Heißt nicht so schön wie Phil Sohm, aber ganz okay. Going right over here. This one here. Four wheel or two wheel? 4x4 or 4x2? I have this same truck down here in a 4x4. This is a 4x2. For me, very interesting is Benzin. Und to gas, so umstellen können. This is diesel. Ja, kann man nicht umstellen. As you can see, majority of the heavy-duty trucks that I have 8-foot boxes. Understand. Große Ablageflächen sind gut, aber viel wichtiger ist der Fahrerraum. 365. Mein Car ist noch breiter, etwas breiter. Ich habe mehr Platz. Wie nennt man das? See, that's got a bench seat in it now, not the cap. Also mein Megacab, this is big. I must, the cockpit must big. This big car is wonderful. Uh-huh. Alles zu eng. Die sind mir alle zu klein. Help me. Help me. Help me. I drive in Germany. Mega Cup, and I look for a car. I must have a car big. The big problem to this car is, too little. Aber sind ja alle klein, das ist ein Kinderladen, aber wir sind in der Provinz. Dies ist so wie in Filsum Nordmoor. Also Amis, wenn ihr einen XXL-Ostfriesen zufriedenstellen wollt, dann lautet die Devise Big. Nichts verstanden? Weiter lernen. Während in Amerika die Sonne noch sommerlich warm scheint, ist in Filsum der Herbst eingezogen. Der Kamin ist angeheizt. Und Opas Federvieh hat sich noch nicht so ganz auf die kühlen Temperaturen eingestellt. Der XXL-Ostfriese ist mittlerweile im wahren Pferdeland angekommen, Texas. Hier erwartet ihn Cowgirl Annette. Die gebürtige Hessin betreibt hier eine Pferdefarm und freut sich schon seit Wochen auf den Besuch des Knochenbrechers aus Filsum. Moin. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Wie lange bist du denn schon hier? 15 Jahre. Heimatland, ja. Und wie gefällt dir Texas, was du bis jetzt gesehen hast? Wir sind hier gestern erst spät gekommen. Ja. Wir müssen uns jetzt noch an alles gewöhnen. Windig haben wir es heute.
Aber wo ich herkomme aus Friesland, ist immer mehr Wind. Hello, Robby. Ah, ja, dann hat das größere Pferd. Robby, this Hi. Is Tama Hankin. Tom, pleased to meet Germany. You. Pleased to meet you. And are we here to check on your horse and look what you're doing with the horses? Two or three days ago, he just got a little knot on the right on the front of his. Am Vorderhuf, oben am Kronbein, hat eine Schwellung. Right in here. Yeah. And I don't know how he done it, whether he hit the fence. Weiß also nicht, wo sich das Pferd verletzt hat. Gucken wir uns ihn an. He say we will watch. Okay. Erstmal rausfinden, um welche Art Schwellung es sich handelt. Ein Geschwür, eine Prellung oder ein Abszess. Das ist schlimm. Das ist ein Hufgeschwür gewesen, der oben rausgekommen ist. Yeah. This was an abscess, what came out? It was an abscess that busted? Okay. Not a problem. So that's no problem. Okay. No problem. For days, it's all right. Like gravel. Remember we used to? Yeah. In the old days, we called them gravel. So it's just an abscess that came out? It was an abscess. Darum kann arbeiten, ruhig. Das ist jetzt kein Problem. He can work. You can work to horse. It's yeah, because he's not crippled. Es ist immer gut, wenn es rauskommt. It's always good if it come out. Okay. You know. Einmal in Schritt im Hoch- und Runterlaufen. You walk him and then, down and, then come back. And back, please. Kleines Pferd mit viel Popo, ne? Ja. Das ist ein kleines Pferd mit einem großen Herzen. Ich würde das Pferd Popo nicht... Popo ist aber der Arsch, nicht das Herz, ne? Ja, aber ich würde trotzdem das Pferd nicht unterschätzen in seinem Können. Tama Hankin lässt sich das Pferd vorführen, um zu erkennen, ob es noch weitere Probleme hat. Er läuft doch gut. Ja. Ja. Step very good. Auch wenn der Schritt harmonisch ist, eine Rundum-Einrenkbehandlung kann nie schaden. Als erstes ist die Wirbelsäule an der Reihe. Reflexe auslösen und dabei die einzelnen Nervenbahnen abtasten. Der Knochenbrecher arbeitet sich Wirbel für Wirbel zum Steißbein runter. Das sind nur so ein bisschen Steifigkeiten im Rücken. If he is stiff, he do that. Diese kleinen Blockaden im Rücken, die kommen dadurch. Er müsste normalerweise nach der Arbeit noch so einen 20 Minuten Schritt. Okay. That's not cooling him down enough. Schritt. Right. Schritt. Right. Schritt walk. Und hier, weil er so viel, er ist ein kleines Pferd mit sehr viel Muskeln. He's a little horse with a lot of muscle. Und die Muskeln werden leichter sauer nach der Arbeit. And the muscle get a kind of sour after the work? Er geht jetzt so eckig, er schwingt nicht, er ist nicht so, er geht so. He go well, but you know, he go a little bit... Roboter. Right. A little bit like a robot and to Not get fluid. A little bit more swing in right. his walk. Okay. Yeah. He is a wonderful horse. He's a nice little horse. I love him. He really, Can't really, bet. He works hard. He stops hard. When I rope on him, he stops really hard. I'm riding along that road. Pferde, die zum Viehtrieb eingesetzt werden, müssen extrem wendig sein, schnell rennen und dann mitten im Lauf stoppen können. Das geht ganz schön auf die Gelenke. Aber auch die Männer sind gefordert. Okay, this is just... This is just like throwing a football, a rock or anything. All this rope is an extension of your arm and your hand. Okay, and it's gonna do what your hand does. It's gonna go where your hand tells it to go. Es ist eine Armverlängerung quasi. Eine Armverlängerung, ja gut. Okay, so you start and hold it right here, and then when you swing it, you just bring it over your head, and you let it walk in your hand. Okay, you let it roll over in your hand. It just goes wherever it's, see how, where your arm takes it, that's where your arm and your hand goes. All it is an extension of your hand. Okay, I understand. Willst du es mal probieren? Wir gehen aber ein bisschen von dem Pferd weg. Ja, bei der Horse ist mit dem Horse weg, so. Bobby, watch out. Nee, da kommt, jetzt bin ich schon selber drin. Das ging mir das erste Mal genauso. You pick it up, come from here and come. On the other hand. Way forward. Vorsicht hinter Nach mir. Nach vorne. Ja, das ist. Ja. Da!
Geht schon besser. Okay, hold up. Now let's fix this a minute. Okay, stop. There you go. Jetzt brauche ich eine Kuh. Holy cow. Da habt ihr mir was eingebrockt hier. Ja. Jetzt geht das los. I wanna drink my Jabba from an old tin can while the und dann mit der Hand runter. Ja, beinahe. I wanna hear the song of a whippoorwill. I wanna ja. Hear a Ups. Ja. I wanna feel the saddle between my legs. Riding him out on the range. Just to kick him in the got side. It. Ja, das war prima schon. Das war ganz toll. That's better. Oh, it's yeah. Better. I understand so langsam den Trick hier, aber das ist best. No tricks. Thank you. There's no tricks. Ein paar Tage noch und Tamme wird zum waschechten Texaner. Das wäre zwar ein herber Verlust für Ostfriesland, aber mal ehrlich, ist dieses Land nicht wie gemacht für einen XXL-Cowboy? Doch es wartet noch Arbeit. Okay, lass uns mal sehen. Das ist der Buggy. Liebes Pferd, ein furchtbarer Gang. Komm hier, Buggy. Komm, es wird jetzt nicht gefressen. Nein. Ho. Hey. Der ist erst 9 Jahre und es geht schon seit Jahren. Ich hatte Chiropraktiker da, ich hatte 3 Tierärzte da. Der eine hat gesagt, ach, mach dir nichts draus, das ist das Knie, der läuft sich wieder ein. Der andere hat gesagt, das Pferd braucht ein bisschen mehr Aufwärmzeit. Sie wissen, das Ganze basiert auf einer Beckenschieflage. Ja. Guck ihm, der hängt rechts mit dem Schinken runter. Ja. Und dadurch hat er sich das Sprunggelenk überlastet und dann ist es verwuchert. Und das Röntgenbild hat ergeben, dass in seinem Sprunggelenk diese 3 Kuschen, die das sind, also die 3 Knorpel, der eine, der ist schon verwachsen. Von Arthrose deformiert. Vor 2-3 Jahren hätte man hier das Pferd hinten umgestellt, hinten vernünftig eingerenkt und dann wäre er wie eine 1 gewesen. Aber dieses Zaubern, da kann kein Mensch mehr was dran richten. Da kann kein Mensch mehr was tun. Das ist schade. Laufen, laufen, laufen. Setz einen drauf, mach einen Ausritt mit und sowas. Er muss was tun. Er muss was tun. Hobbypferd, Rentner, nimmt es von der positiven Seite. So einer kann ein paar Jahre noch gehen. Aber wenn es schlecht wird, müsst ihr euch erweisen als Freund des Pferdes. Tja, da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos, ne? Dass die Diagnose so schlecht ist. Ich meine. Während Annette den Schock verbindet, macht sich der XXL-Ostfriese daran, weiter an seiner Aussprache zu feilen. Ich brauche ein paar. I need some. I need some. Ich möchte gerne. I'd like some. I like some. Wo kann man kaufen? Where can I get? Where can I get? Wie viel kostet? How much is? How much? Die Nuscheln. Do you have any? Do you have any? Ich suche. I'm looking for. Oh, I'm looking for. I'm looking for. I'm looking for. Sag ich ja. I must have. Okay. Ahead. Do you like the black felt or do you like a straw hat? Also in black. Okay. Very good. Okay. Schönen Hut, was nehmen wir denn? Soll doch gut aussehen. I'm going to pull down a hat or two just for you to try to see what size you are. Klar, ein echter Cowboy braucht einen Hut. Die Auswahl ist groß, fragt sich nur, ob die Texaner auch über ostfriesische XXL-Größen verfügen. These are made in Texas. This is a Stetson, this is a Resistol. Jetzt wird es spannend. Wird er passen? And that's a 20X Beaver. So we'll see how that fits on your head, if that's going to be too small. Too small. Too small. Okay.
Nächster Versuch. Es wird doch wohl in diesem riesigen Land einen geeigneten Hut geben. Oh, too small? Big, big, big. Too, too big? Small. Too small. Too small, oh no. Da denkt man immer, in Amerika sei alles überdimensional und dann gibt es keinen passenden Cowboy-Hut für den XXL-Ostfriesen. Problem. I know. You're too grande for us. Yes. Oh, smaller? Too small. Oh no. Jetzt bloß nicht aufgeben. Try this one. This is a 7 5/8. Very good. Na? Thank you, ladies. Oh. It looks good. Good. A little bit auseinander hier und sonst. Okay. Sehr gut. Okay. Daumen drücken. Hoffentlich kann die Verkäuferin noch ein paar Millimeter rausholen. Der sah so gut aus. See if this feels any different. I'm well, how are you? Okay. Und? Ja. It looks good. Perfekt. No, it looks good. Just say y'all. Playing like that. Jetzt noch den richtigen Hutschmuck finden. Und zu viel. Brown or black? Look at that. Glücklicherweise geht es hierbei nicht um die Größe, sondern nur um die Farbe. Das dürfte nicht so schwer sein. Na gut, die Auswahl ist ziemlich groß und der XXL-Ostfriese hat auch einen sehr eigenen Geschmack. Aber das sieht wirklich super aus. And I'll glue it in for you too. Okay. See what you think about that. Ah, it's okay. That's sure? Very good. Prima. Okay. Yay, I'm glad we found a hat. Hier in Texas kommt quasi an jeder Straßenecke echtes Western-Feeling auf. Und der XXL-Ostfriese gibt mittendrin eine gute Figur ab. Auch ohne Pferd könnte man ihn glatt für einen Cowboy halten. Die Tiere haben auch so Respekt vor dem großen Mann. Außerdem bevorzugt der XXL-Ostfriese moderne Fortbewegungsmittel. Im heimischen Filsum herrscht unterdessen alles andere als Abenteuerstimmung. Opa tröstet sich mit Nachbar Titus und der tröstet sich mit einem Schnaps. Prost, Amian. Aber so richtig hilft das auch nicht. Vielleicht hebt ein Stückchen Schokolade die Laune. Dann lass mich so ein Ding annehmen. Ja, aber ja, du dürst hier nicht, du bist ja krank. Ja. Opa schlägt das schlechte Wetter so sehr auf den Magen, dass ihm nicht mal ein Spruch dazu einfällt. In Texas geht's jetzt knallhart zur Sache. Annette hat ein paar Männer zusammengetrommelt, die dem XXL-Ostfriesen zeigen sollen, was sie drauf haben. Und dabei bestätigt sich ein weiteres Vorurteil. Ein echter Texaner liebt sein Gewehr. In jeder Größe. Tell him, in Texas we have big guns for big guys. Yeah. Yes. Das war das mit der Schockquelle. Du kannst schießen, worauf du willst. Machine Gun? Hast du schon mal Machine Gun? Nee, es ist egal. Ich leg da gar nicht so viel Wert drauf. Okay. Ja, spannen und zielen und abdrücken. Der XXL-Ostfriese entscheidet sich für die XS-Variante. Sehr sympathisch. Beide Hände benutzen ist einfacher. Try it again. How you measure it with the revolver? So? Ah, du kannst auch beide Hände. No. Annette, like no. This. There, yeah. Yeah. Yeah.
Schlechter Schütze. Das macht nichts. There we go. Willst du eine Automatikpistole haben jetzt? Nee, das brauche ich nicht. Ich habe genug. Das ist ein großes Spiel für große Kinder. Aber wenn ich nachgehe, nicht? Erstmal sind sie laut. Für mich liegt das nicht. Bin nicht mal Jäger geworden, obwohl Opa es gerne gesehen hätte. Die Texaner können nicht nur reiten und schießen, sie verstehen es auch zu feiern. Und an diesem Punkt treffen sich Cowboys und Ostfriesen wieder. Ich habe nicht gedacht, dass ich hier in Texas bleibe. Ich wollte ja auch normal nach Pferde gucken und die dann nach Deutschland importieren. Damals in den 90er Jahren war das mit den Western-Pferden noch nicht so. Ja. You speak a little bit German, oder? Ja, kein bisschen, nicht so viel. Nicht so viel, ne? Aber sehr gut. Good enough to come around. Du sprichst schon gut. Das, was du sagst, versteht man. Sehr gut. Du bist eine schöne Frau da, ne? Ja, unbedingt. Willst du dir einen Barhocker holen und dich da hersetzen? Schöne Frauen, gutes Bier und eine ausgelassene Stimmung. Das kannst du zu Hause auch nicht besser haben, Tamme. Oho, wen haben wir denn da? Lass das nicht Carmen sehen, Tamme. Obwohl, die hat ja Schnitzel. Lecker, ne? Und Bier gibt's auch. Also schlecht geht's den Daheimgebliebenen in Filsum nicht. Außer Opa. Aber der wird jetzt ein bisschen aufgemuntert. Komm hier. Lass die Sau raus. Ich lass die Sau aus. Ihr Schnitzel. Komm mal her. Komm mal her. Hier. Und nee, hier. Sitz. Schnitzel. Die Sau bei ihrem ersten Kneipenbesuch. Opa reicht's für heute. Hier. Nee, hier. Nicht weiter. Hallo. Komm mal her. In Texas geht es munter weiter. Tamme ist inzwischen vollständig integriert und hat regionale Bräuche erlernt. Selten wurde die Rolle als Hahn im Korb so authentisch interpretiert. Überraschung in Filsum. Reni und Charlotte haben Nachwuchs bekommen. So feine Babys, ne? Oje, oje. Was ein Durcheinander. Hallo? Hallo, Reni. Mit Reni und Lotti, dann können die dir alles beibringen, ne? Insgesamt 7 Welpen sorgen im Stall für Neugier und Aufregung. Alle wollen wissen, was da los ist. Vor allem Schnitzel. Gibt's doch nicht. Mit wem redet Carmen denn da so liebevoll? Reni, ne? Ist dein Baby? Ist dein dickes Baby? Dein dickes Baby? Ja, fein, ne? Ja, ich komme!
Schnitzel. Ich komm doch. Oh Gott. Hör mal, das geht aber ja so nicht. Nicht so laut. Was soll das denn? Was? Nicht so ein Stress hier. Auf den Vogel. Was heißt hier Stress? Man kann ja nicht einfach so hinnehmen, dass Mama ihre Liebe anderweitig verplempert. So, jetzt mal direkt nachgucken, wo die Konkurrenz lauert. Komm mal näher. Da ist ja gar nichts. Bitte denn? Hola. Hier auch nicht. Na gut, dann her mit dem Käse. Sitz. Sitz. So, ganz vorsichtig. Geh mal gucken. Ganz vorsichtig. So ist fein. So bist du bereit. Du kriegst gleich lecker. Das geht jetzt gar nicht aus auf einmal. Langsam. Los, brav Chef. Gut so. Welcome to West Texas. There's music in the air. Der XXL-Ostfriese hat sich von seinem Tanzabenteuer erholt und erkundet jetzt mal in cooler Cowboy-Manier die Umgebung. Coyotes cry in fear. Welcome to West Texas. Alles wie im Film hier. Wenn jetzt noch John Wayne um die Ecke käme, würde es einen auch nicht wundern. Oder Peter Fonda, wie in Easy Rider. Oh, yeah, fine. Auf so einem Untersatz würde sich Tamme bestimmt auch nicht schlecht machen. Aber seine Paraderolle wäre ganz sicher der Zwillingsbruder von Hoss Cartwright in Bonanza. Welcome to West Texas. There's music in the air. Doch bevor es zum Film geht, muss der XXL-Ostfriese erstmal seiner wirklichen Berufung nachkommen. Schließlich warten heute noch jede Menge Pferde auf die heilenden Hände des Knochenbrechers. Welcome to West Texas. You're gonna like it here. In Texas sind Sportarten wie Westernreiten sehr beliebt. Dabei werden große Anforderungen an die Pferde gestellt. Sie müssen sich in engen Zirkeln drehen, spontane Tempowechsel und spektakuläre Stopps hinlegen. Gut, geht hinten links kurz. You want a trotter or no? Lunger? Come to me. Okay. Okay. And he must go back. Backing up. Back up. Okay. Er geht hinten einen kürzer. On the hind, she stepped with one foot shorter. There we go. Zack, da knackt schon alles. He say he can hear the noises. I heard it too. Okay. Der Sport fordert die Tiere hart und geht auf die Gelenke. A problem in the shoulder. A problem in the shoulder. Gehört, Kreuzdarmbein, das liegt hier. So Problem von oben. Okay, der Kreuzdarmbein. Iliosacral Joint. Nur mal so. Also das sind alles Sachen, die sich schnell einlaufen. Er kann den auch gleich ausprobieren. These are things what help the horse now very quick and you can try it immediately if it helps. Okay. You can saddle. Kann sie saddeln? Ja, klar. You can saddle her and look now if it is better. All what she had was things what you can fix very quick. Okay. Oh, little pony. Im Maul ist alles okay. Very good. She is beautiful. Das Problem vom Atlas. Auch bei diesem Pferd rühren die Probleme aus der Halswirbelsäule. Okay. So mal step. Die ständigen Drehungen haben ihren Preis. Okay. Ich würde sagen, ruhig ausprobieren. You can try her immediately. Okay. If she go better. Yeah.
Definitely, I want to try. Pferde, die so beansprucht werden, sollten eigentlich immer einen Knochenbrecher in der Nähe haben. Das Kreuzdarmband ist ja ziemlich schnell einlaufbar, ne? Da muss ich jetzt erst ein paar Runden mal einlaufen. Ja. Weil die linke Seite in der Gruppe so verdreht war und die vordere rechte Schulter, der ist diagonal immer auf rechts marschiert. She still doesn't know that it, she can, like she's just like she's thinking about it. Er glaubt, dass sie immer noch an den Schmerz denkt und deshalb noch nicht so richtig. Der Kopf muss frei werden, aber sie hat auch Entzündungen noch drin, nicht? Also sie wird vorne rechts nicht voll reindrücken und hinten links nicht. Okay. Also sie wird sich noch ein bisschen mogeln, aber 2-3 Tage sind die Entzündungen raus, dann ist er einwandfrei. Ja, lässt die Beine zusammen. Das ist erstmal wichtig. Ja. Der Knochenbrecher ist zufrieden. Und der Cowboy und sein Pferd offenbar auch. Schön großen Kreis bis zur Mittellinie rum. Rum, Lara, im Kreis. Im Kreis. Und links rum. Linke Hand stehen lassen. Super. In Filsum ist Carmen rund um die Uhr im Einsatz. Wenn alle Tiere versorgt sind, gibt die gelernte Reittherapeutin Unterricht. Ein, dass ihr größer werdet. Und dann so langsam leicht traben, mit einatmen, bis eure Ponys durchparieren zum Schritt. Essen fassen in Texas. Gibt's hier auch Rosenkohl? Ja. Und Rotkohl, oder was isst man hier so beim Pferd? Hier wird kein Pferd gegessen. Ach, das ist lächerlich. Nee, die Amerikaner essen kein Pferdefleisch. Ein richtiger Texaner isst doch so ein Pony. Da geht das Pony in dir über. Diese fast metaphysische Ostfriesenphilosophie will wohl noch nicht so ganz bis nach Texas durchdringen. Hier gilt das Pferd als bester Freund des Menschen. Und bevor ein Cowboy oder ein Cowgirl sich selbst versorgt, wird das Pferd versorgt. Das ist für einen hungrigen Ostfriesen schwer nachzuvollziehen. Da hilft nur Ablenkung. Keine Sorge, Tamme, gleich ist es soweit. Wir fangen hier mal ein bisschen an. Na, siehst du, dein Warten wird belohnt. Okay, ja. He has the beans over there. Das kenne ich. Kennst du Brisket? Wir wollen mal was probieren. Und da ist Salat und da sind Bohnen. Was ist das? Cobbler. Oh, okay. Das Dessert. Thank you. Okay, that's fine. Was haben wir hier denn für Delikatesse? Was müssen wir probieren? What's that? Salat oder? Yes, sir. Sauce? Sauce. Okay. Cabbage salad right here. Da ist Krautsalat. Das ist Krautsalat. Ich nehme alles mal so ein bisschen mit zum Probieren. Magst du auch Brot? Möchtest du das? Nee, im Moment nicht. Das ist alles gut so. So, jetzt muss ich hier noch mehr zum Gabel. Bread, Pickles, Jalapenos. Also in Sachen Ernährung kannst du nicht meckern, Tamme. Da stehen die Cowboys den Ostfriesen in nichts nach. Die oberste Devise lautet viel. Oder wie du sagen würdest, big. There we go. Ein gelungenes Abschiedsessen, bevor es zurück nach Hause geht. Back. He said it's it had a problem there before. Oh, that's all there. Yeah. Okay. It re-injured it. Yeah, it was when all of a sudden it changed. Yeah. Viele Gleichgewichtsstörungen haben ihren Ursprung in der Halswirbelsäule. Wenn hier etwas schief sitzt, kann sich das auf die gesamte Haltung auswirken. Wow. Gut. Verletzungen, auch alte, ziehen oft Fehlstellungen nach sich. Fine. Okay. Mit seiner Größe von über 2 Metern überragt der Knochenbrecher viele Pferde. Das scheint Eindruck auf die meisten Vierbeiner zu machen. In der Regel halten sie still.
Ja, die Fuß. Renken und Dehnen, das bringt die Gelenke wieder ins Lot. Eine Aufgabe, die allergrößte Sorgfalt und viel Fingerspitzengefühl erfordert. Diese Eigenschaften würde man dem massigen XXL-Ostfriesen vielleicht nicht auf den ersten Blick zuschreiben. Doch er beherrscht sie, wie kaum ein anderer. Da. Ja, den. Also dieses Bein kann man auch nicht mehr so weit rausstrecken, weil dies ein Handicap hat, nicht? Ja. Der Schlüssel provoziert einen Katzenbuckel. Dadurch rücken sich die Wirbel wieder zurecht. An der rechten Seite Fesselträger hier. Aha. Problem. This Gelenk hier. Yeah, the fetlock, yeah. Yep. Has a problem on the right side with the fetlock. Zum Hufstand. Mhm. Das Pferd soll Gelenk eine Gerade geben. Jetzt geht er so nach außen, aha, innen, aha, wieder nach außen. Ja. Er geht so, jetzt ja, beinig. Ja, ja. Er muss outside vom Hof bis hier. Bis hier circa dies wegschneiden. Das Pferd rund wird im Hinterbein. Da kann er sich wieder besser bewegen. Er kann nicht weit genug traben, um den Reiter zu tragen. Aha. Die Farbe im Maul muss rosa sein. Yeah. The color of his Rosé. Guns need to be pinker. Okay. Es kann auch immer ein Zeichen sein, wenn das so gelb ist, dass sie Parasiten hat, Würmer yeah hat. Yeah. Das ist auch ein Ding. Dann ja gibt man einmal eine Wurmkur. Ja. So machen wir das in Deutschland. So you can't tell me what he said. Yeah. He's saying that the yellow gums can also be a sign of parasites, worms, and so it needs to be dewormed regularly. We give a course, a Kur, a worm past. Yep. And worm 10 paste days later nochmal. Yeah. 10 days later another okay dose of it of deworming. Am 12. Tag legen die schon wieder Eier. Also am 10. Tag bringen wir die Kinder um. The worm's children. We must kill it. Ja, ja. So, genug gearbeitet. Wo ist denn der Eingang? Was ist das? Also, please. Jetzt wird gegessen, wenn man nur wüsste, wo es reingeht. Hier schon mal nicht. Dann müssen wir da rein. Sieht so aus. Obwohl, vielleicht doch nicht. Das ist Baustelle, oder? Oh Mann, ist ein Zerrücken. Aha, also doch. In diesem Lokal ist der XXL-Ostfriese mit ein paar ehemaligen Landsmännern verabredet. Moin. Moin. Bist du der Deutschlander? So sieht der Dut. Man kann den lieber einen Typ anfangen, wo sie ist. Du bist jetzt ein Leiter. Wo kann ich da hingehen? Ja. Komm mal her. Muss ich da an da? Ich bin hier alle Austrian. Dann will ich da im Hand. So in Ruhe. Moin. Guten Morgen. Moin. Moin. Dieses Grüppchen ostfriesischer Vorfahren trifft sich regelmäßig zum Austausch auf Platt und freut sich, endlich mal ein Original begrüßen zu dürfen. Shirley Lushen Wyatt. Der Name ist Han Hannen. Tamme Hang. Tamme Hannen. Hanken. Hanken. Wo kommst du von? Von Kreis Lehe, Filsum. So, Filsum. Filsum, Emden, Lehe. Liam. Ostfriesland. Yeah. Donum quer nach M, ja, der Foss, Esens, Nörden lang. 50, 60 Kilometer, schätze ich, so an der Küste lang. Aber hier haben das ja gut beibehalten, die Sprache. Wie war? Also die Sprache, die Plattdeutsche, hier ja gut
beibehalten. Oh, ja. Ja, und nachher MVP noch. Ja, das ist ja. Ja, die Sprachen verändern sich ja nicht. Das ist so. Bei uns ist die Tendenz so, die Broten werden mehr platt. Also, auch in Schaulen und so, wo dann du beibracht, die Kinder kriegen dann wieder Hürden und ich finde das auch richtig. Ja, mein Opa lehrt. Ja. Und ich habe eine Deutschland-Handwerk, so um Holtrop, da kommst du von her. Ja, Holtrop ist nicht wichtig. Ja, und da habe ich eine Lehrer-Handwerk und ich in der Tee-Museum. Ja, und ich probe mit der Frau Menske. Sie sagt, du bist von Holtrop, nicht? No, I've been in Americana. Sieht nach einem lustigen Heimatabend mitten in Amerika aus. Ach ja, und zu essen gab's am Ende auch noch was. Just to kick him in the side, make him show his step and pride, back on those Texas plains. In Ostfriesland gibt Ferkelschnitzel alles, um die Zurückgelassenen ein wenig aufzumuntern. Wollen wir ein bisschen raus? Ja? Wollen wir ein bisschen raus? Ich muss ja auch mal eben gucken, was hier los ist. Komm erst hier. Schnitzel. Na, dann geh erst mal. Oh. Oh, sag mal guten Tag. Komm her. Hey. Mal im Sitz. Mal im Sitz. So, ist brav. Nicht so wild, ne? Aufpassen! Nicht mit Fleischanlage hier, du! Aufpassen! So, komm mal her. Dass Schweine so bestechlich sind. Für ein Stückchen Käse würde Schnitzel wahrscheinlich sogar bei den Schweißarbeiten helfen. Ja. Platt ist zwar verbreitet, aber noch längst nicht Landessprache in den USA. Wir sind ja technisiert, da bitte Englisch. Da lernen wir mit links. Na, dann mal los, Tamme. Yes, ja. Das war ja Plattdeutsch. Yes, ja. Yes, ja. Yes. Nein. Ja. No, no. No. Ja, so blöd bin ich auch nicht. Bitte. Please. Please. Danke. Thanks. 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 Vielen Dank. Thanks a lot. Was wird das? Thanks a lot. Thanks a lot. Gern geschehen. Das ist ja zu Quatsch, nicht? You're welcome. Also, daran kann man noch feilen. Moin, Tama. Moin. Wie geht's dir? Gut. Gut geschlafen, alles prima. Moin. Oh, sehr gut. Ja. Oh, und das ist ja mein Freund von gestern. Da möchte uns die Worte... It's good to see you again. Hallo. Die Worte dir bedanken. Rex. Ne? Rex? He's doing very well since you worked on him yesterday. For the first time in a couple of months, he was able to go up to the second story of my house without help. I'd always have to get behind him and give him a little push to get him all the way up. But yes. Twice he's gone up all by himself since you worked on him. Yeah. It's very good. Seitdem du gestern auf ihm gearbeitet hast, jetzt gestern Abend könnte er die Treppe hinauf wieder zum zweiten Etage. Aber er geht hinten auch nicht mehr so breit, nicht? Gestern ging er so hinten. Ja. In der Backside. Und jetzt lässt er die Beine schön zusammen. Und das ist eben, wenn im Fuß hier das versprungen ist, wie bei unserer Hand. Bobby, this is Tama Hanken. Tom, pleased to meet you. Pleased to meet you. And we're here to check on your horse and look what you're doing with the horses. Two or three days ago, he just got a little knot on the right on the front of his. Am Vorderhuf, oben am Kronbein, hat eine Schwellung. Right in here. Yeah. And I don't know how he done it, whether he hit the fence. Weiß also nicht, wo sich das Pferd verletzt hat. Gucken wir uns ihn an. He say we will watch. Okay.
Erstmal rausfinden, um welche Art Schwellung es sich handelt. Ein Geschwür, eine Prellung oder ein Abszess. Das ist schlimm. Das ist ein Hufgeschwür gewesen, der oben rausgekommen ist. Yeah. This was an abscess, what came out? It was an abscess that busted? Okay. Not a problem. So it's no problem. Okay. For so days, it's all right. Like gravel. Remember, we used to. Yeah. In the old days, we called them gravel. So it's just an abscess that came out. It was an abscess. Darum kann arbeiten, ruhig. Das ist jetzt kein Problem. He can work. You can work to her. It's no problem. Yeah, because he's not crippled. Es ist immer gut, wenn es rauskommt. It's always good if it come out. Okay. You know. Einmal in Schritt im Hoch- und Runterlaufen. You walk him and then, down and then come back. And back, please. Kleines Pferd mit viel Popo, ne? Ja. Das ist ein kleines Pferd mit einem großen Herzen. Ich würde das Pferd Popo nicht... Popo ist aber der Arsch, nicht das Herz, nicht? Ja, aber ich würde trotzdem das Pferd nicht unterschätzen in seinem Können. Tamahanken lässt sich das Pferd vorführen, um zu erkennen, ob es noch weitere Probleme hat. Er läuft doch gut. Ja. Ja. Step very good. Auch wenn der Schritt harmonisch ist, eine Rundum-Einrenkbehandlung kann nie schaden. Als erstes ist die Wirbelsäule an der Reihe. Reflexe auslösen und dabei die einzelnen Nervenbahnen abtasten. Der Knochenbrecher arbeitet sich Wirbel für Wirbel zum Steißbein runter. Das sind nur so ein bisschen... Steifigkeiten im Rücken. If he is stiff, he do that. Diese kleinen Blockaden im Rücken, die kommen dadurch. Er müsste normalerweise nach der Arbeit noch so einen 20 Minuten Schritt. Okay. It's not cooling him down Schritt. Enough. Right. Okay. Schritt. Right. Schritt walk. Und hier, weil er so viel, er ist ein kleines Pferd mit sehr viel Muskeln. He's a little horse with a lot of muscle. Und die Muskeln werden leichter sauer nach der Arbeit. And the muscle get a kind of sour after the work? Er geht jetzt so eckig. Er schwingt nicht. Er ist nicht so, er geht so. He go well, but you know, he go a little bit... Roboter. Right. A little bit like a robot and to not get fluid. A little bit more swing in this walk. Okay. Yeah. He is a wonderful horse. He's a nice little horse. I love him. He really, really, he works hard, he stops hard. When I rope on him, he stops really hard. Pferde, die zum Viehtrieb eingesetzt werden, müssen extrem wendig sein, schnell rennen und dann mitten im Lauf stoppen können. Das geht ganz schön auf die Gelenke. Aber auch die Männer sind gefordert. Okay, this is just like throwing a football. A rock or anything. All this rope is an extension of your arm and your hand. Okay, and it's gonna do what your hand does. It's gonna go where your hand tells it to go. Es ist eine Armverlängerung quasi. Eine Armverlängerung, ja gut. Okay, so you start and hold it right here, and then when you swing it, you just bring it over your head. And you let it walk in your hand. Okay, you let it roll over in your hand. It just goes wherever it's. See how, where your arm takes it, that's where your arm and your hand goes. All it is an extension of your hand. Okay, I understand. Willst du es mal probieren? Wir gehen aber ein bisschen von dem Pferd weg. Ja, bei der Horse ist mit dem Horse weg, so. Bobby, watch out. Nee, da kommt, jetzt bin ich schon selber drin. Das ging mir das erste Mal genauso. You pick it up, come from here and come. An der anderen Wand. Way forward. Vorsicht hinter nach mir. Nach vorne. Ja, das ist... Ja. Da, geht schon besser. Okay, hold up. Now let's fix this a minute. Okay, stop. There you go. Jetzt brauche ich eine Kuh. Holy cow. Da hat er mir was eingebrockt hier. Ja. Jetzt geht das los. I wanna drink my Jabba from an old tin can while the und dann mit der Hand runter. Ja, beinahe. I wanna hear the song of a whippoorwill. I wanna hear a Ups. Ja. I wanna feel the saddle between my legs. Riding him out on the range.
just to kick him in you the got side. It. Yeah. Das war prima, Sean. Das war ganz toll. That's better. Oh, it's yeah. better. I understand so langsam den Trick hier, aber das ist best. No tricks. Thank you. There's no tricks. Ein paar Tage noch und Tamme wird zum waschechten Texaner. Das wäre zwar ein herber Verlust für Ostfriesland, aber mal ehrlich, ist dieses Land nicht wie gemacht für einen XXL-Cowboy? Doch es wartet noch Arbeit. Okay, lass uns mal sehen. Das ist der Buggy. Liebes Pferd, ein furchtbarer Gang. Komm hier, Buggy. Komm, es wird jetzt nicht gefressen. Nein. Ho. Hey. Der ist erst 9 Jahre und es geht schon seit Jahren. Ich hatte Chiropraktiker da, ich hatte 3 Tierärzte da. Der eine hat gesagt, ach, mach dir nichts draus, das ist das Knie, der läuft sich wieder ein. Der andere hat gesagt, das Pferd braucht ein bisschen mehr Aufwärmzeit. Sie wissen, das Ganze basiert auf einer Beckenschieflage. Ja. Guck ihm, der hängt rechts mit dem Schinken runter. Ja. Und dadurch hat er sich das Sprunggelenk überlastet und dann ist es verwuchert. Und das Röntgenbild hat ergeben, dass in seinem Sprunggelenk diese 3 Kuschen, die das sind, also die 3 Knorpel, der eine, der ist schon verwachsen. Von Arthrose deformiert. Vor 2-3 Jahren hätte man hier das Pferd hinten umgestellt, hinten vernünftig eingerenkt und dann wäre er wie eine 1 gewesen. Aber dieses Zaubern, da kann kein Mensch mehr was dran richten. Da kann kein Mensch mehr was tun. Das ist schade. Laufen, laufen, laufen. Setz einen drauf, mach einen Ausritt mit und sowas. Er muss was tun. Er muss was tun. Hobbypferd. Rentner, nimmt es von der positiven Seite. So einer kann ein paar Jahre noch gehen. Aber wenn es schlecht wird, müsst ihr euch erweisen als Freund des Pferdes. Tja. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos, ne? Dass die Diagnose so schlecht ist. Ich mein. Während Annette den Schock verwindet, macht sich der XXL-Ostfriese daran, weiter an seiner Aussprache zu feilen. Ich brauche ein paar. I need sun. I mean sun. Ich möchte gerne. I'd like sun. I like sun. Wo kann man kaufen? Where can I get? Where can I get? Wie viel kostet? How much is? How much? Die Nuscheln. Do you have any? Do you have any? Ich suche. I'm looking for. Oh, I'm looking for. Sag ich ja. I must have a head. Okay. A head. Do you like the black felt or do you like a straw hat? Also in black. Okay. Very good. Okay. Schönen Hut, was nehmen wir denn? Soll doch gut aussehen. I'm going to pull down a hat or two just for you to try to see what size you are. Klar, ein echter Cowboy braucht einen Hut. Die Auswahl ist groß, fragt sich nur, ob die Texaner auch über ostfriesische XXL-Größen verfügen. These are made in Texas. This is a Stetson, this is a Resistol. Jetzt wird es spannend. Wird er passen? And that's a 20X Beaver. So we'll see how that fits on your head, if that's going to be too small. Too small. Too small. Okay. Nächster Versuch. Es wird doch wohl in diesem riesigen Land einen geeigneten Hut geben. Oh, too small. Big, big, big. Too, too big? Small. Too small. Too small.
Der XXL Ostfriese im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die weite Reise hat er auf sich genommen, weil auch 7000 Kilometer entfernt vom kleinen Filsum viele Pferdebesitzer von den Fähigkeiten des Knochenbrechers gehört haben und auf Hilfe für ihre Vierbeiner hoffen. Erstes Ziel: Illinois. Zu diesem Bundesstaat haben die Ostfriesen ein ganz besonderes Verhältnis, denn hier ließen sich bis Anfang des letzten Jahrhunderts jede Menge Vorfahren nieder. Kein Wunder, sieht hier auch aus wie in Niedersachsen. Sein erster Termin führt den Knochenbrecher zu Tierarzt Steve, einem Amerikaner mit ostfriesischen Wurzeln, der schon sehr gespannt auf die Behandlungsmethoden aus der Heimat ist. Moin! In Amerika Blattbroten, das ist auch selten, oder? Ja. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen? Ja, nur ein bisschen, ja. Aber das klingt... Ja, mein Name ist Steve. Und ich heiße Tamme. Ja. So, wir haben zwei Hunde hier. Ja. Kannst du die helfen? Darf ich wie probieren, oder? Okay, das war gut. Hey, Tamme? Du, das ist mein Büro, Messerska. Hi, nice to meet you. Kim Baumann, das ist Tamme. Hanken, he's the horse chiropractor coming from Germany. Oh, great. Yeah. Hier sieht man, wenn er loben geht, er steigt so ab. Und wenn ein Hund abkommt, dann muss die Tönen gleichmäßig untereinander. Und wenn der an die sieht, an einen sieht schloten blieben und er läuft bloß binnen ab, dann habe ich das Problem immer an der Innenfahrt. Offenbar klappt die Verständigung auf Platt. Jedenfalls macht Steve den Eindruck, als würde er alles begreifen. Wo alt ist er? Is he seven? He'll be eight tomorrow. Yeah. His birthday's tomorrow. Morgen wird er 8 Jahre alt. Richtig gutes Alter für so einen Hund, ne? Ja. So, gut festhalten. Ja. Und vornehm nehmen. I feel good. Yeah, he's very old for a great Dane. Fein Hund. How's that feel? Dem Knacken nach zu urteilen, hat der Hund in seinem Leben noch keinen Knochenbrecher gesehen. Jetzt noch die Halswirbelsäule. Das war's. So, jetzt will ich noch einmal loben. You'd like to see more again. Okay. Um zu überprüfen, ob alles okay ist, muss der Knochenbrecher den Hund im Lauf sehen. Naja, für 8 Jahre ist natürlich ein gewaltiger Olle, nicht? Für diese Rasse. Genau. Aus einem Hund in diesem Alter macht man keinen Sprinter mehr. Wenn er nur Trabenschall und kommt so in die Geläuf, dann fangen die Achten an, so zu hoppeln. Und das kriegt ein Hund bloß, wenn er nicht aufruhen kann. Wenn diese Lütsche Knochen sind, nicht bogen könnt. Und das ist das Problem. Das hält normalerweise 2-3 Tage an. Das sind die Entzündlichkeiten der Rute. Und dann läuft die an, es läuft die freie. Und dann kriegt ihr auch hier weniger Druck auf. Gut. Good. Thank you. Er ist immer halt alt. Da muss man ja auch berechnen. Stinken dadurch. Wir haben auch einen Labrador-Hund. Ja? Ja. Kannst du die? Guck uns mit ihnen an. Ja. Und weil er dir das Platt beibracht? Ich hab Platt von meiner Oma gelernt. Ja. Finde ich super. Ja. Ich wohne hier so weit nicht von Aurich weg, 30 Kilometer. Ja, okay. Und wenn du nach Aurich hinfährst, kommst du von Oldenburg sieht. Ja. Da fährst du immer an die Kreuz, wo wir wohnen, praktisch Filsum, die Ostschlag fährt man runter nach Aurich. Also nach Westerstede? Ja. Und dann der Abfahrt nach Aurich? Das ist Abfahrt Filsum. Das ist Abfahrt Filsum und direkt Filsum. In Filsum wohne ich. Aha. Ah, ein Blonder. Ja. Wenn man jetzt kickt, die linke, dann läuft er breit mit und wer binnen sieht. Und der andere läuft er ziemlich normal mit. Ja. Also links achtern ist ein Problem. Ja. Jetzt dürfen wir von Fürden sein. Ja.
Und hier sieht man, dass es sich diagonal umfangen hat. Rechts vorne. Ja, rechts vorne. Na? Do you want me to take this off? So, ist fein und? Mal schnüffeln, ne? I think you can. Hier sieht man an der Schleimhäute, er suppt zu wenig. Er muss mehr Worte suppen und mehr Rot kriegen. Wir geben bei uns den Huren immer 2 Eidlöffel voll Kürbisöl mit Röwe. Fangen die ganz anders an zu suppen. Und ich weiß nicht, hast du den Hadel mal untersucht? Das sieht so gut, wenn die so blass worden waren. Das ist meistens ein Zeichen, dass die Herzkranzgefäße bei dem Hund nicht genug Sauerstoff kriegen. Und da gebe ich dir endlich, bei uns gibt es ein Präparat von Weißdorn. Ein Tablett morgens und dann wagen die alle richtig für ab, wurden mobile. Nehmt mir wie Flüssigkeit ab, geben mir auf, entgiften sie bitte und wollen einfach vitale. Und alles andere bringt der Knochenbrecher wieder ins Lot. Siehst du, da war er schon. Ein Leben lang hat der Blindenhund anderen gedient. Jetzt ist er mal dran. Zu Hause in Filsum kümmert sich Ehefrau Carmen um Hof und Tiere. Ein bisschen näher dran, Hanna. So lange Arme hast du dann auch nicht, auch wenn du so groß geworden bist. Ne? Überall putzen, ne? Von oben nach unten. Ja, Tobi hat sich gewälzt. Im Schlamm. Guck mal, überall ist Schmutz. Oh, der steht ja ganz lieb und guckt. Du weißt ja, dass er sich über Fliegen immer ärgert. Das kennst du ja, ne? Da ist er nicht der Einzige. Allerdings kann Opa sich effektiver wehren. Der Mensch ist ein gewohntes Tier, du. Ruhig ist es auf dem Hankenhof ohne den XXL-Ostfriesen. Irgendwie nix los. Tamme und Tierarzt Steve haben eine Verabredung im Nachbarort. Hier in Illinois sind die Entfernungen riesig. Kein Vergleich zu Ostfriesland. Das fruchtbare Marschland hat schon vor über 100 Jahren viele Landwirte aus Übersee angezogen. Die plattdeutsche Sprache verbindet sie bis heute mit der Heimat. Aber dazu später mehr. Jetzt wartet erstmal der nächste Patient. Hallo. Hallo. This is Tama Hanken. I'm Debbie. This is Debbie. Hello, Debbie. A little wink. 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 He came to me with, he was tight in the lumbar area, lumbar sacrum. Yeah. Hinten links ist sie ja verschoben, ne? Ja. And sore, reported sore back. Ja, sie hat das Pferd adoptiert lassen. Hat die bekommen, nachdem das Pferd war in Rassen, also Pferderassen. Ja, Rennen. Genau, Rennen, ja. Habe ich wohl verstanden. Ja. Hier ist das Problem, das Pferd ist irgendwo mal reingegangen, wo es eng war und hat sich diesen Hüfthöcker angebrochen. Der Hüfthocker ist hier vernarbt, das fühlt man, dass der tiefer angewachsen ist. Also dieser Apparat hier, man hat Pferde, wenn die denn durch den Stall kommen und stoßen so hier vor der Wand oder irgendwo in der Ecke, dann bricht das ab, dieses Teil, und das schwimmt los und auf und das wächst sachte nach unten hin und wächst wieder an. Okay. Und das ist hier passiert. Darum ist er so schief. Und the problem is auf the left side. Ja. Yep. Right? Yes. Yep. Yep. Okay. So, he would like to see you what? Der Knochenbrecher will überprüfen, ob seine Vermutung stimmt. Dafür muss er das Pferd in Bewegung sehen. Jetzt sieht man deutlich, nicht? Ja, ja. Wie viel tiefer das ist. Ja. Das Pferd hat eine Scheunetür. Er hat gelaufen in die Tür vor 2 Wochen. Deswegen hat sie gesagt, deswegen hat er das Problem mit der Hüfte. Aber dies ist älter. Das ist älter. Das kann in 14 Tagen nicht vernarbt sein. Ja, vielleicht hat er sie wieder weh gemacht. Aufgefrischt. Ja. Einmal kann er nicht abrollen. Er muss sich, wenn er Treppe geht, muss er drücken. Und mit der Zehe sich hochnehmen und dann weg. Und das geht dann nicht. Und dann hat er Schmerzen. Und in dem Moment blockiert er dann will er die Treppe nicht mehr hoch. Und das ist ja schön, dass er das jetzt wieder tut. Ja. Das ist wirklich gut, dass du ihm helfen könntest.
Super. Thank you so much. So, und jetzt ab zum Frühstück. Wenn nur die Wege in Amerika nicht immer so lang wären, stimmt's, Tamme? Ja. Wo die Kinder in Amerika, die haben die Geschäfte und alles. Das heißt Gemeinde. Das ist sehr komisch. Na, endlich. Jetzt steht nur noch die Sprache zwischen dir und deinem Glück. Was willst du zum Essen? Eier. Steak mit Eier. Beefsteak mit Eier. Willst du Eier mit Speck und Toast? Ja, das klingt nicht schlecht. Ja. Man kann also zwei Eier mit Wurst oder mit Speck und Toast. That's okay. Okay. Hauptsache was zu essen. Das ist kein Ostfriesentee. Der gibt dann nirgends. Ja. Den Clunches. Ja. Einer der sucht so den Ostfriesentee, ist super. Ja. Und die Eier offenbar auch. Excuse me? Ja, das wusste ich. Excuse me? Excuse me? Entschuldige bitte. Sorry. Das Friesen entschuldigen sich nicht. Was ist das für Quatsch? Nordkaplan. Nordkaplan. Wie meinen? No problem. No problem. Hallo. Ich sprich's aber auch nuschelig so. Hi. Hi. Hello. Hello. A little difference in the size, huh? What's the problem from this horse? She has a swelling. We think it's a cyst right there, and she doesn't have it on the other side. Mm-hmm. Yeah. And which upswollen upon the They seat. Think it's a like a fatty tumor or something. Wenn so was upschwollen ist, der Gift hat einen ganz hervorragenden Gift, Spinnengift. Da kann man diese Schwellung, die kann man einfach nehmen und da hat die Bitchen da dann hier, wo es ungefährlich ist. Dann kommt der Sack ganz prall hier und da kannst du ihn oben haben. Die trägt das von der Barben in einen so einen Ballon hin und dann machst du einen Schnitt und fertig. Einmal im Schritt. Die alternative Heilkunde der Knochenbrecher, die in Ostfriesland seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weitergegeben wird, ist im 19. Jahrhundert nicht mit den Auswanderern nach Amerika gekommen. Gut. Hier, das ist die Trachte. Die steigt so steil. Die steigt so und ein Mut platt ist da. Wir machen ein paar Mal ein bisschen locker, dass er ein bisschen in Richtung kommt. Dass er die nächste Dame wieder besser läuft. Inzwischen hat es sich bis nach Übersee herumgesprochen, dass der Knochenbrecher oft weiterhelfen kann, wenn klassische Behandlungsansätze erfolglos geblieben sind. Die Gabe durch Abtasten, Entzündungen und Nervenblockaden zu erspüren, hat auch in der Hanken-Familie Tradition. Das ist die Trachte. Die Trachte muss bitte hier kürzer gemacht worden. So muss die Runde. Die Steitau da hoch. Hast du das gehört? Das ist ein Kreuzdarmbein. Mach mal einmal los. Free. Das sieht doch schon ganz anders aus. Größte Problem, Atlas. Erste Halswirbel. Das ist das Gleichgewicht von dem Pferd. Der Pferd, der den nicht hinfällt, der den Pferd vernünftig loben kann, der den nicht schwankt. Die ist in Atlas. Und wenn der Nackenwirbel verschoben ist, dann läuft der immer, als wenn er besoben ist. Er schlängelt. Aber wenn er frei ist, so. Und wenn er frei ist, dann kann er wieder liegen loben. Nur muss dieser Nerv aufschwellen, 2-3 Tage lang.
Da sowas gibt man am besten Vitamin B. B6 mit B12, dass du den aufdeckt. Dann verhaulen die Nerven so mehr. Und sie muss anfangen, das Pferd so toll longieren, dass die, wenn er nur rechts ist, dass die auch nicht nur Buten kickt, die Hals, als sie deit, sondern die muss auch noch rechts hinkicken, wo sie steigt. Alles klar. Ich spreche nur ein bisschen Englisch. Ja, selbstverständlich. I only speak a little bit of English. I speak a little bit English. I'm schluck aber nicht die Wörter runter. Ich verstehe dich nicht. Sorry, I don't understand you. Sorry, I don't understand you. Das habe ich nicht verstanden. Warum kompliziert, wenn's auch einfach geht? Überall Geländewagen, 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 was gewaltig, wa? Wen wundert's? Großes Land, große Autos. Du fährst doch zu Hause im kleinen Ostfriesland auch ein Megacab, Tamme. Aber wer weiß, vielleicht gibt es hier ja noch größere Wagen. Mal gucken, ob was Passendes dabei ist. Nicht übel. I understand a little bit English. My big problem. How's the US? Good? Ja, that's good. Good, good. Heißt nicht so schön wie Phil Sohm, aber ganz okay. Going right over here. This one here. Four wheel or two wheel? 4x4 or 4x2? I have this same truck down here in a 4x4. This is a 4x2. For me, very interesting is Benzin and to gas. So umstellen können. This is diesel. Yeah, kann man nicht umstellen. As you can see, majority of the heavy duty trucks that I have 8-foot boxes. Understand. Große Ablageflächen sind gut, aber viel wichtiger ist der Fahrerraum. 365. Mein Car ist noch breiter, etwas breiter. Ich habe mehr Platz. Wie nennt man das? See, that's got a bench seat in it now, not the cap. Also mein Megacab, das ist big. I must, the cockpit must big. This big car is wonderful. Uh-huh. Alles zu eng. Die sind mir alle zu klein. Help me. Help me. Help me. I drive in Germany. Mega Cup. And I look for a car. I must have a car big. The big problem for this car is, too little. Aber sind ja alle klein, das ist ein Kinderladen. Aber wir sind in der Provinz. Dies ist so wie in Filsum Nordmoor. Also Amis, wenn ihr einen XXL-Ostfriesen zufriedenstellen wollt, dann lautet die Devise Big. Nichts verstanden? Weiter lernen. Während in Amerika die Sonne noch sommerlich warm scheint, ist in Filsum der Herbst eingezogen. Der Kamin ist angeheizt und Opas Federvieh hat sich noch nicht so ganz auf die kühlen Temperaturen eingestellt. Der XXL-Ostfriese ist mittlerweile im wahren Pferdeland angekommen, Texas. Hier erwartet ihn Cowgirl Annette. Die gebürtige Hessin betreibt hier eine Pferdefarm und freut sich schon seit Wochen auf den Besuch des Knochenbrechers aus Filsum. Moin! Vielen Dank, dass du gekommen bist. Wie lange bist du schon hier? 15 Jahre. Heimatland, ja. Und wie gefällt dir Texas, was du bis jetzt gesehen hast? Wir sind hier gestern spät gekommen. Ja. Wir müssen uns jetzt noch an alles gewöhnen. Windig haben wir es heute. Aber wo ich herkomme, aus Friesland, ist immer mehr Wind.
Hallo, Rory. Ah, ja, dann hat das größere Pferd. Da denkt man immer, in Amerika sei alles überdimensional und dann gibt es keinen passenden Cowboy-Hut für den XXL-Ostfriesen. Problem. I know. You're too grande for us. Yes. Oh, smaller? Too small. Oh, no. Jetzt bloß nicht aufgeben. Try this one. This is a 7 5/8. Very good. Na? Thank you, ladies. So. It looks good. Good. A little bit auseinander hier und sonst. Okay. Sehr gut. Okay. Daumen drücken. Hoffentlich kann die Verkäuferin noch ein paar Millimeter rausholen. Der sah so gut aus. See if this feels any different. I'm well, how are you? Okay. Und? Ja. It looks good. Perfekt. No, it looks good. Just a y'all. Playing like that. Jetzt noch den richtigen Hutschmuck finden. Und zu viel. Brown or black. Look at that. Glücklicherweise geht es hierbei nicht um die Größe, sondern nur um die Farbe. Das dürfte nicht so schwer sein. Na gut, die Auswahl ist ziemlich groß und der XXL-Ostfriese hat auch einen sehr eigenen Geschmack. Aber das sieht wirklich super aus. And I'll glue it in for you too. Okay. See what you think about that. Ah, it's okay. That's you sure? Very good. Prima. Okay. Yay, I'm glad we found a hat. Hier in Texas kommt quasi an jeder Straßenecke echtes Western-Feeling auf. Und der XXL-Ostfriese gibt mittendrin eine gute Figur ab. Auch ohne Pferd könnte man ihn glatt für einen Cowboy halten. Die Tiere haben auch so Respekt vor dem großen Mann. Außerdem bevorzugt der XXL-Ostfriese moderne Fortbewegungsmittel. Im heimischen Filsum herrscht unterdessen alles andere als Abenteuerstimmung. Opa tröstet sich mit Nachbar Titus und der tröstet sich mit einem Schnaps. Prost, Amerikaner. Aber so richtig hilft das auch nicht. Vielleicht hebt ein Stückchen Schokolade die Laune. Dann lass mich so ein Ding annehmen. Ja, aber da. Du dürst ja nicht, du bist ja krank. Ja. Opa schlägt das schlechte Wetter so sehr auf den Magen, dass ihm nicht mal ein Spruch dazu einfällt. In Texas geht's jetzt knallhart zur Sache. Annette hat ein paar Männer zusammengetrommelt, die dem XXL-Ostfriesen zeigen sollen, was sie drauf haben. Und dabei bestätigt sich ein weiteres Vorurteil. Ein echter Texaner liebt sein Gewehr. In jeder Größe. Tell him, in Texas we have big guns for big guys. Yeah. Yes. Das war das mit der Schockquelle. Du kannst schießen, worauf du willst. Machine Gun? Hast du schon mal Machine Gun? Nee, es ist egal, wir legen da gar nicht so viel Wert drauf. Okay. Ja, spannen und zielen und abdrücken. Der XXL-Ostfriese entscheidet sich für die XS-Variante. Sehr sympathisch. Beide Hände benutzen ist einfacher. Try it again. How you measure it with the revolver? Go. Oh, du kannst auch beide Hände. No. Annette, like this. There, yeah. Yeah. Schlechter Schütze. Das macht nichts.
There we go. Willst du eine Automatikpistole haben jetzt? Nee, das brauche ich nicht. Jetzt, ich habe genau. Das ist ein großes Spiel für große Kinder. Aber wenn ich nachgehe, nicht? Erstmal sind sie laut. Für mich liegt das nicht. Bin nicht mal Jäger geworden, obwohl Opa es gerne gesehen hätte. Die Texaner können nicht nur reiten und schießen, sie verstehen es auch zu feiern. Und an diesem Punkt treffen sich Cowboys und Ostfriesen wieder. Ich habe nicht gedacht, dass ich hier in Texas bleibe. Ich wollte ja auch nochmal nach Pferde gucken und die dann nach Deutschland importieren. Damals in den 90er Jahren war das mit den Western-Pferden noch nicht so. Ja? You speak a little bit German, oder? Ja, kein bisschen, nicht so viel. Nicht so viel, ne? Aber sehr gut. Sprichst schon gut. Das, was du sagst, versteht man. Sehr gut. Du bist eine kleine Frau da, hä? Huh? Ja, unbedingt. Willst du dir einen Barhocker holen und dich da ersetzen? Schöne Frauen, gutes Bier und eine ausgelassene Stimmung. Das kannst du zu Hause auch nicht besser haben, Tamme. Oho, wen haben wir denn da? Lass das nicht Carmen sehen, Tamme. Obwohl, die hat ja Schnitzel. Lecker, ne? Und Bier gibt's auch. Also schlecht geht's den Daheimgebliebenen in Filsum nicht. Außer Opa. Aber der wird jetzt ein bisschen aufgemuntert. Komm hier. Lass die Sau raus. Ich lass die Sau raus. Ihr Schnitzel. Komm mal her. Komm mal her. Hier. Und nee, hier. Sitz. Schnitzel. Sitz. Die Sau bei ihrem ersten Kneipenbesuch. Opa, reicht's für heute. Hier. Nee, hier. Nicht weiter. Hallo. Komm her. In Texas geht es munter weiter. Tamme ist inzwischen vollständig integriert und hat regionale Bräuche erlernt. Selten wurde die Rolle als Hahn im Korb so authentisch interpretiert. Überraschung in Filsum. Reni und Charlotte haben Nachwuchs bekommen. So feine Babys, ne? Oje, oje. Was ein Durcheinander. Hallo? Hallo, Reni. Mit Reni und Lotti, dann können die dir alles beibringen, ne? Insgesamt 7 Welpen sorgen im Stall für Neugier und Aufregung. Alle wollen wissen, was da los ist. Vor allem Schnitzel. Gibt's doch nicht. Mit wem redet Carmen denn da so liebevoll? Reni, ne? Ist dein Baby? Ist dein dickes Baby? Dein dickes Baby? Ja, fein, ne? Ja, ich komme! Schnitzel. Ich
komm doch. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hör mal, das geht aber ja so nicht. Nicht so laut. Was soll das denn? Hier wird kein Pferd gegessen. Ach, das ist lächerlich. Nee, die Amerikaner essen kein Pferdefleisch. Ein richtiger Texaner isst doch so ein Pony. Da geht das Pony in die Über. Diese fast metaphysische Ostfriesenphilosophie will wohl noch nicht so ganz bis nach Texas durchdringen. Hier gilt das Pferd als bester Freund des Menschen. Und bevor ein Cowboy oder ein Cowgirl sich selbst versorgt, wird das Pferd versorgt. Das ist für einen hungrigen Ostfriesen schwer nachzuvollziehen. Da hilft nur Ablenkung. Keine Sorge, Tamme, gleich ist es soweit. Wir fangen hier mal ein bisschen an. Na siehste, dein Warten wird belohnt. Okay, alright. He has the beans over there. Was kenne ich? Kennst du Brisket? Wir wollen mal was probieren. Und da ist Salat und da sind Bohnen. Okay. Was ist das? Cobbler. Oh, okay. Das Dessert. Thank you. Okay, was haben wir hier denn für eine Delikatesse? Was müssen wir probieren? What's that? Salat oder? Yes, sir. Soße? Sauce. Okay. Cabbage salad right here. Da ist Krautsalat. Das ist Krautsalat. Ich nehme alles mal so ein bisschen mit zum Probieren. Magst du auch Brot? Möchtest du das? Nee, im Moment nicht. Das ist alles gut so. So, jetzt muss ich hier noch Messer und Gabel. Bread, Pickles, Jalapenos. Also in Sachen Ernährung kannst du nicht meckern, Tamme. Da stehen die Cowboys den Ostfriesen in nichts nach. Die oberste Devise lautet viel. Oder wie du sagen würdest, big. There we go. Ein gelungenes Abschiedsessen, bevor es zurück nach Hause geht. Back. He said it's it had a problem there before. Oh, that's all sure. There. Yep. Yeah. Okay. It re-injured it. Viele Gleichgewichtsstörungen haben ihren Ursprung in der Halswirbelsäule. Wenn hier etwas schief sitzt, kann sich das auf die gesamte Haltung auswirken. Wow. Gut. Verletzungen, auch alte, ziehen oft Fehlstellungen nach sich. Fein, okay. Mit diese kleinen Blockaden im Rücken, die kommen dadurch, er müsste normalerweise nach der Arbeit noch so einen 20 Minuten Schritt. Okay. That's not cooling him down. Schritt. Enough. Right. Schritt. Right, Schritt, walk. Und hier, weil er so viel, er ist ein kleines Pferd mit sehr viel Muskeln. He's a little horse with a lot of muscle. Und die Muskeln werden leichter sauer nach der Arbeit. And the muscle get a kind of sour after the work? Er geht jetzt so eckig. Er schwingt nicht. Er ist nicht so, er geht so. He go well, but you know, he go a little bit... Roboter. Right. A little bit like a robot and to get a little bit more swing in his walk. Okay. Yeah. He is a wonderful horse. He's a nice little horse. I love him. He really, really, he works hard, he stops hard. When I rope on him, he stops really hard. Pferde, die zum Viehtrieb eingesetzt werden, müssen extrem wendig sein, schnell rennen und dann mitten im Lauf stoppen können. Das geht ganz schön auf die Gelenke. Aber auch die Männer sind gefordert. Okay, this is just like throwing a football. A rock or anything. All this rope is an extension of your arm and your hand. Okay, and it's going to do what your hand does. It's going to go where your hand tells it to go. Es ist eine Armverlängerung quasi. Eine Armverlängerung, ja gut. Okay, so you start, you hold it right here, and then when you swing it, you just bring it over your head, and you let it walk in your hand. Okay, you let it roll over in your hand. It just goes wherever it's
See how, where your arm takes it? That's where your arm and your hand goes. All it is an extension of your hand. Okay, I understand. Willst du es mal probieren? Wir gehen aber ein bisschen von dem Pferd weg. Ja, bei der Horse ist mit dem Horse weg, so. Bobby, watch out. Nee, da kommt, jetzt bin ich schon selber drin. Das ging mir das erste Mal genauso. You pick it up, come from here and come. On the other hand. Way, way forward. Vorsicht hinter Nach mir. Nach vorne. Ja, das ist... Ja. Da, geht schon besser. Okay, hold up, now let's fix this a minute. Okay, stop. There you go. Brauche ich eine Kuh. Holy cow. Da habt ihr mir was eingebrockt hier. Ja. Jetzt geht das los. Und dann mit der Hand runter. Ja, beinahe. Ja. Ups. Ja. Austausch auf Platt. Und freut sich, endlich mal ein Original begrüßen zu dürfen. Shirley Lushen Wyatt. Your D-nome is Han Hannen? Tamme Hanken. Tamme Hannen? Hanken. Hanken. Wo kommst du von? Von Kreislehe, Filsum. So, Filsum. Filsum, Emden, Lehe. Lehe. Ostfriesland. Ja. Kommt von Emden? Wo geht es da von Emden? Donum, Quer, Naem, ja, de Voss, Esens, Nörden, lang. 50, 60 Kilometer, schätze ich, so an der Küste lang. Aber hier haben das gut beibehalten, die Sprache. Wie war? Also die Sprache und die Plattdeutsche haben hier ja gut beibehalten. Oh, ja. Ja, da haben wir Bienen. Ja, das ist ja. Ja, die Sprachen verändern sich ja nicht, das ist so. Bei uns ist die Tendenz so, die Broten wir mehr platt. Also auch in Schaulen und so, wo dann nur beibracht, die Kinder kriegt dann wieder Hürden und ich finde das auch richtig. Ja, mein Opa lehrt. Ja. Und ich habe eine Deutschland-Handwest, so um Holtrop, da kommst du von her. Ja, Holtrop ist nicht weit. Ja, und da habe ich eine Lehr-Handwest. Und ich gehe in der Tee-Museum. Ja, und ich probe mit der Frau Menske. Sie sagt, du bist von Holtrop, nicht? No, I've been in Manicana. Sieht nach einem lustigen Heimatabend mitten in Amerika aus. Ach ja, und zu essen gab's am Ende auch noch was. Just to kick him in the side, make him show his step and pride, back on those Texas plains. In Ostfriesland gibt Ferkelschnitzel alles, um die Zurückgelassenen ein wenig aufzumuntern. Wollen wir ein bisschen raus? Ja? Wollen wir ein bisschen raus? Ich muss ja auch mal eben gucken, was hier los ist. Komm erst hier. Schnitzel. Na, ja, dann geh erst mal. Oh. Boah, sag mal guten Tag. Komm her. Hey. Mal im Sitz. Mal im Sitz. So, ist brav. Nicht so wild, ne? Aufpassen! Nicht mit Fleischanlage hier, du. Aufpassen. So, komm mal her. Dass Schweine so bestechlich sind. Für ein Stückchen Käse würde Schnitzel wahrscheinlich sogar bei den Schweißarbeiten helfen. Ja. Platt ist zwar verbreitet, aber noch längst nicht Landessprache in den USA. Wir sind ja technisiert, ein bisschen Englisch. Wenn jetzt noch John Wayne um die Ecke käme, würde es einen auch nicht wundern. Oder Peter Fonda, wie in Easy Rider. Oh, yay, fine. Auf so einem Untersatz würde sich Tamme bestimmt auch nicht schlecht machen. Aber seine Paraderolle wäre ganz sicher der Zwillingsbruder von Hoss Cartwright in Bonanza. Doch bevor es zum Film geht, muss der XXL Ostfriese erstmal seiner wirklichen Berufung nachkommen. Schließlich warten heute noch jede Menge Pferde auf die heilenden Hände des Knochenbrechers. Welcome to West Texas. You're gonna like it here.
In Texas sind Sportarten wie Westernreiten sehr beliebt. Dabei werden große Anforderungen an die Pferde gestellt. Sie müssen sich in engen Zirkeln drehen, spontane Tempowechsel und spektakuläre Stopps hinlegen. Gut, geht hinten links kurz. You want a trotter or no? Lunger? Come to me. Okay. Okay. And he must go back. Backing up. Back up. Okay. Er geht hinten einen kürzer. On the hind, she stepped with one foot shorter. There we go. Zack, da knackt schon alles. He say he can hear the noises. I heard it too. Okay. Der Sport fordert die Tiere hart und geht auf die Gelenke. The problem in the shoulder. A problem in the shoulder. Gehört, Kreuzdarmbein, das liegt hier. So Problem von oben. Okay, der Kreuzdarmbein. Iliosacral Joint, nur mal so. Also das sind alles Sachen, die sich schnell einlaufen. Er kann den auch gleich ausprobieren. These are things what help the horse now very quick and you can try it immediately, if it helps. Okay. You can saddle. Can she saddle? Yeah, klar. You can saddle her and look now if it is better. All what she had was things what you can fix very quick. Okay. Oh, little pony. Well, well, you're a two band friend for the animal. Du bist jetzt erleichtert. Wo können wir da hingehen? Yeah. Komm mal her. Muss ich da an da? Ich bin ja last drin. Dann will ich da hin. So in Ruhe. Moin. Tamanken. Moin. Moin. Dieses Grüppchen ostfriesischer Vorfahren trifft sich regelmäßig zum Austausch auf Platt und freut sich, endlich mal ein Original begrüßen zu dürfen. Moin. Shirley, Lushen, Wyatt. Der Name ist Han Hannen. Tamme Hannen. Tamme Hannen. Hanken. Hanken. Wo kommst du von? Von Kreis Lehe, Filsum. So, Filsum. Filsum, Emden, Lehe. Lehe. Ostfriesland. Ja. Kommt von Emden, wo geht es da von Emden? Donum, Quer, Naem, ja, der Voss, Esens, Nörden lang. 50, 60 Kilometer, schätze ich, so an der Küste lang. Aber hier haben das ja gut beibehalten, die Sprache. Wie war? Also die Sprache und die Plattdeutsche hier ja gut beibehalten. Oh, ja, nachher mit Bienen. Ja, das. Ja, die Sprachen verändern sich ja nicht, das ist so. Bei uns ist die Tendenz so, die Broten wir mehr platt. Also, auch in Schaulen und so, wo dann nur beibracht, die Kinder kriegt dann wieder Hürden und ich finde das auch richtig. Ja, mein Opa lehrt. Ja. Und ich habe eine Deutschland-Hand-Wäsche so, Holtrop, da kommst du von her. Ja, Holtrop ist nicht hier. Ja, und da habe ich eine Lehr-Hand-Wäsche. Und ich gehe in der Tee-Museum. Ja, und ich probe mit der Frau Menske. Sie sagt, du bist von Holtrop, nicht? No, I've been in Manicana. Sieht nach einem lustigen Heimatabend mitten in Amerika aus. Ach ja, und zu essen gab's am Ende auch noch was. Just to kick him in the side, make him show his step and pride, back on those Texas plains. In Ostfriesland gibt Ferkelschnitzel alles, um die Zurückgelassenen ein wenig aufzumuntern. Wollen wir ein bisschen raus? Ne? Wollen wir ein bisschen raus? Ich muss ja auch mal eben gucken, was hier los ist. Komm erst hier. Schnitzel. Na, dann geh erst mal. Oh. Boah, sag mal guten Tag. Komm her. Hey,
Mal im Sitz. Mal im Sitz. So ist brav. Nicht so wild, ne? Aufpassen! Nicht mit Fleischanlage hier, du. Aufpassen. Brown or black? Look at that. Glücklicherweise geht es hierbei nicht um die Größe, sondern nur um die Farbe. Das dürfte nicht so schwer sein. Na gut, die Auswahl ist ziemlich groß und der XXL-Ostfriese hat auch einen sehr eigenen Geschmack. Aber das sieht wirklich super aus. And I'll glue it in for you too. Okay. See what you think about that. Ah, it's okay. That's sure? Very good. Prima. Okay. Yay, I'm glad we found a hat. Hier in Texas kommt quasi an jeder Straßenecke echtes Western-Feeling auf. Und der XXL-Ostfriese gibt mittendrin eine gute Figur ab. Auch ohne Pferd könnte man ihn glatt für einen Cowboy halten. Die Tiere haben auch so Respekt vor dem großen Mann. Außerdem bevorzugt der XXL-Ostfriese moderne Fortbewegungsmittel. Im heimischen Filsum herrscht unterdessen alles andere als Abenteuerstimmung. Opa tröstet sich mit Nachbar Titus und der tröstet sich mit einem Schnaps. Prost, am Herrn. Aber so richtig hilft das auch nicht. Vielleicht hebt ein Stückchen Schokolade die Laune. Dann lass mich so ein Ding annehmen. Ja, aber darf ich. Du dürst ja nicht, du bist ja krank. Ja. Opa schlägt das schlechte Wetter so sehr auf den Magen, dass ihm nicht mal ein Spruch dazu einfällt. In Texas geht's jetzt knallhart zur Sache. Annette hat ein paar Männer zusammengetrommelt, die dem XXL-Ostfriesen zeigen sollen, was sie drauf haben. Und dabei bestätigt sich ein weiteres Vorurteil. Ein echter Texaner liebt sein Gewehr. In jeder Größe. Tell him, in Texas we have big guns for big guys. Yeah, yes. Das war das mit der Schockwelle. Du kannst schießen, worauf du willst. Machine Gun? Hast du schon mal Machine Gun? Nee, es ist egal. Der XXL-Ostfriese ist mittlerweile im wahren Pferdeland angekommen. Texas. Hier erwartet ihn Cowgirl Annette. Die gebürtige Hessin betreibt hier eine Pferdefarm und freut sich schon seit Wochen auf den Besuch des Knochenbrechers aus Filsum. Moin. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Wie lange bist du schon hier? 15 Jahre. Heimatland, ja. Und wie gefällt dir Texas, was du bis jetzt gesehen hast? Wir sind hier gestern erst spät gekommen. Ja. Wir müssen uns jetzt noch an alles gewöhnen. Windig haben wir es heute. Aber wo ich herkomme, aus Friesland, ist immer mehr Wind. Hello, Robbie. Ah, ja, dann hat das größere Pferd. Oh, no. Da denkt man immer, in Amerika sei alles überdimensional und dann gibt es keinen passenden Cowboy-Hut für den XXL-Ostfriesen. Problem. I know. You're too grande for us. Yes. Oh, smaller? Too small. Oh, no. Jetzt bloß nicht aufgeben. Try this one. This is a 7 5/8. Very good. Na? Thank you, ladies. Oh. It looks good. Good. A little bit auseinander hier und sonst. Okay. Sehr gut. Okay. Daumen drücken. Hoffentlich kann die Verkäuferin noch ein paar Millimeter rausholen. Der sah so gut aus. See if this feels any different. I'm well, how are you? Okay.
Und? Ja. It looks good. Perfekt. No, it looks good. Just say y'all. Playing like that. Jetzt noch den richtigen Hutschmuck finden. Schon zu viel. Brown or black? Look at that. Glücklicherweise geht es hierbei nicht um die Größe, sondern nur um die Farbe. Das dürfte nicht so schwer sein. Na gut, die Auswahl ist ziemlich groß und der XXL-Ostfriese hat auch einen sehr eigenen Geschmack. Aber das sieht wirklich super aus. And I'll glue it in for you too. Okay. See what you think about that. Ah, it's okay. That's you sure? Very good. Prima. Okay. Yay, I'm glad we found a hat. Hier in Texas kommt quasi an jeder Straßenecke echtes Western-Feeling auf. Überraschung in Filsum. Reni und Charlotte haben Nachwuchs bekommen. So feine Babys, ne? Oje, oje. Was ein Durcheinander. Hallo? Hallo, Reni. Mit Reni und Lotti, dann können die dir alles beibringen, ne? Insgesamt 7 Welpen sorgen im Stall für Neugier und Aufregung. Alle wollen wissen, was da los ist. Vor allem Schnitzel. Gibt's doch nicht. Mit wem redet Carmen denn da so liebevoll? Reni, ne? Ist dein Baby? Ist dein dickes Baby? Dein dickes Baby? Ja, fein, ne? Ja, ich komme! Schnitzel. Ich komm doch. Oh Gott. Hör mal, das geht aber ja so nicht. Nicht so laut. Was soll das denn? Was? Nicht so ein Stress hier. Ach, ein Vogel. Was heißt hier Stress? Man kann ja nicht einfach so hinnehmen, dass Mama ihre Liebe anderweitig verplempert. So, jetzt mal direkt nachgucken, wo die Konkurrenz lauert. Komm mal näher. Da ist ja gar nichts. Wie denn? Hola. Hier auch nicht. Na gut, dann her mit dem Käse. Sitz. Sitz. So, ganz vorsichtig. Geh mal gucken. Ganz vorsichtig. So ist fein. So bist du bereit. Look ist gleich lecker. Das geht jetzt gar nicht aus auf einmal. Langsam. So ist brav, Chef. Gut so. Welcome to West Texas. There's music in the air. Der XXL-Ostfriese hat sich von seinem Tanzabenteuer erholt und erkundet jetzt mal in cooler Cowboy-Manier die Umgebung. Coyotes cry in fear. Welcome to West Texas. You're gonna like it here. Alles wie im Film hier. Wenn jetzt noch John Wayne um die Ecke käme, würde es einen auch nicht wundern. Oder Peter Fonda, wie in Easy Rider. Oh, yay, fine. Auf so einem Untersatz würde sich Tamme... Ich finde das richtig. Ja, mein Opa lehrt. Ja. Und ich habe eine düstere Handwäsche. Um Holtrop, da kommst du von her. Ja, Holtrop ist wichtig. Ja, und da habe ich eine Lehrer-Handwäsche. Und ich in der Tee-Museum. Ja, und ich probe mit der Frau Menske. Sie sagt, du bist von Holtrop, nicht? No, ich bin Amerikaner. Sieht nach einem lustigen Heimatabend mitten in Amerika aus. Ach ja, und zu essen gab's am Ende auch noch was.
just to kick him in the side, make him show his step in pride, back on those Texas plains. In Ostfriesland gibt Ferkelschnitzel alles, um die Zurückgelassenen ein wenig aufzumuntern. Wollen wir ein bisschen raus? Ja? Wollen wir ein bisschen raus? Ich muss ja auch mal eben gucken, was hier los ist. Komm erst hier. Schnitzel. Na, dann geh erst mal. Oh. Oh, sag mal guten Tag. Komm her. Hey. Mal im Sitz. Mal im Sitz. So, ist brav. Nicht so wild, ne? Aufpassen! Nicht mit Fleischanlage hier, du! Aufpassen! So, komm mal her. Dass Schweine so bestechlich sind. Für ein Stückchen Käse würde Schnitzel wahrscheinlich sogar bei den Schweißarbeiten helfen. Ja. Platt ist zwar verbreitet, aber noch längst nicht Landessprache in den USA. Wir sind ja technisiert, da bitte Englisch. Da lernen wir mit links. Na, dann mal los, Tamme. Yes, ja. Das war ja Plattdeutsch. Yes, ja. Yes, ja. Yes. Nein. Ja. No, no. No. Ja, so blöd bin ich auch nicht. Bitte. Please. Please. Danke. Thanks. 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 Vielen Dank. Thanks a lot. Was will das? Thanks a lot. Thanks a lot. Gern geschehen. Das ist ja zu Quatsch, nicht? You're welcome. Also, daran kann man noch feilen. Moin, Tama. Moin. Wie geht's dir? Gut. Gut geschlafen, alles prima. Moin. Oh, sehr gut. Ja. Gemacht für einen XXL-Cowboy. Doch es wartet noch Arbeit. Okay, lass uns mal sehen. Das ist der Buggy. Liebes Pferd, ein furchtbarer Gang. Komm hier, Buggy. Komm, es wird jetzt nicht gefressen. Nein. Ho. Hey. Der ist erst 9 Jahre und es geht schon seit Jahren. Ich hatte Chiropraktiker da, ich hatte 3 Tierärzte da. Der eine hat gesagt, ach, mach dir nichts draus, das ist das Knie, der läuft sich wieder ein. Der andere hat gesagt, das Pferd braucht ein bisschen mehr Aufwärmzeit. Das, ist ein, das Ganze basiert auf einer Beckenschieflage. Ja. Guck ihm, der hängt rechts mit dem Schinken runter. Ja. Und dadurch hat er sich das Sprunggelenk überlastet und dann ist es verwuchert. Und das Röntgenbild hat ergeben, dass in seinem Sprunggelenk diese 3 Kuschen, die das sind, also die 3 Knorpel, der eine, ja, der ist schon verwachsen. Von Arthrose, ja, deformiert. Vor 2-3 Jahren hätte man hier das Pferd hinten umgestellt, hinten vernünftig eingerenkt und dann wäre er wie eine 1 gewesen. Aber dieses Zaubern, da kann kein Mensch mehr da was dran richten. Da kann kein Mensch mehr was tun. Das ist schade. Laufen, laufen, laufen. Setz einen drauf, mach einen Ausritt mit und sowas. Er muss was tun. Er muss was tun. Hobbypferd. Rentner, nimmt es von der positiven Seite. So einer kann ein paar Jahre noch gehen. Aber wenn es schlecht wird, müsst ihr euch erweisen als Freund des Pferdes. Tja. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos, ne? Dass die Diagnose so schlecht ist. Ich mein. Während Annette den Schock verwindet, macht sich der XXL-Ostfriese daran, weiter an seiner Aussprache zu feilen. Ich brauche ein paar. I need some. I need some. Ich möchte gerne. I'd like some. I like. Zahn. Wo kann man kaufen? Where can I get? Where can I get? Wie viel kostet? How much is? How much? Die Nuscheln. Do you have any? Do you have any? Ich suche. I'm looking for. Oh, I'm looking for.
I'm looking for... Sag ich, ja. I must have a hat. Okay. A hat. Do you like the black felt or do you like a straw hat? Willst du Eier mit Speck und Toast? Ja, das klingt nicht schlecht. Ja. Man kann da so zwei Eier mit Wurst oder mit Speck und Toast. That's okay. Okay. Hauptsache was zu essen. Das ist kein Ostfriesentee. Die gibt es nirgends. Ja. Gegen Clunches. Ja. Nein, das ist auch so, der Ostfriesentee ist super. Ja. Und die Eier offenbar auch. Excuse me? Ah, das wusste ich. Excuse me? Excuse me? Entschuldige bitte. Sorry. Das Fries entschuldigt sich nicht. Was ist das für ein Quatsch? Problem. Not Kaplan. Wie meinen? No problem. Not problem. Hallo. Ich sprich's aber auch nuschelig so. Hi. Hi. Hello? Hello. A little different from the size, huh? What's the problem from this horse? She has a swelling. We think it's a cyst right there, and she doesn't have it on the other side. Mm-hmm. Yeah. And which upswollen upon the They think it's a like a fatty tumor or something. Wenn so was upschwollen ist, der Gift hat einen ganz hervorragenden Gift, Spinnengift. Da kann man diese Schwellung, die kann man einfach nehmen und da hat die Bitchen da all down, hier wo es ungefährlich ist. Dann kommt der Sack ganz prall hier und da kannst du ihn oben haben. Ja. Der trägt das von der Barben in einen so einen Ballon hin und dann machst du einen Schnitt und fertig. Einmal im Schritt. Die alternative Heilkunde der Knochenbrecher, die in Ostfriesland seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weitergegeben wird, ist im 19. Jahrhundert nicht mit den Auswanderern nach Amerika gekommen. Gut. Oh. Hier, das ist die Trachte. Die steigt so steil. Die steigt so und ein Mut platte Stein. Wir machen ein paar Mal ein bisschen locker, dass ein bisschen in Richtung kommt. Dass ihr die nächste Dame wieder besser läuft. Inzwischen hat es sich bis nach Übersee herumgesprochen, dass der Knochenbrecher oft weiterhelfen kann, wenn klassische Behandlungsansätze. Na, dann geh erst mal. Oh. Oh, sag mal guten Tag. Komm mal her. Hey. Mal im Sitz. Mal im Sitz. So, ist brav. Nicht so wild, ne? Aufpassen. Nicht mit Fleischanlage hier, du. Aufpassen. So, komm mal her. Dass Schweine so bestechlich sind. Für ein Stückchen Käse würde Schnitzel wahrscheinlich sogar bei den Schweißarbeiten helfen. Ja. Platt ist zwar verbreitet, aber noch längst nicht Landessprache in den USA. Wir sind ja technisiert, ein bisschen Englisch. Da lernen wir mit links. Na, dann mal los, Tamme. Yes, ja. Das war ja Plattdeutsch. Yes, ja. Yes, ja. Yes. Nein. Ja. No, no. No. Ja, so blöd bin ich auch nicht. Bitte. Please. Please. Danke. Thanks. 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 Vielen Dank. Thanks a lot. Was will das? Thanks a lot. Thanks a lot. Gern geschehen. Das ist ja zu Quatsch, nicht? You're welcome. Also, daran kann man noch feilen. Moin, Tama. Moin. Wie geht's dir? Gut. Gut geschlafen, alles prima. Moin. Oh, sehr gut. Ja.
Oh, und das ist ja mein Freund von gestern. Da möchte uns die Worte. It's good to see you again. Hallo. Die Worte dir bedanken. Rex. Ne? Rex? He's doing very well since you worked on him yesterday. For the first time in a couple of months, he was able to go up to the second story of my house without help. I'd always have to get behind him and give him a little push to get him all the way up. But yes. Twice he's gone up all by himself since you worked on him. Yeah. It's very good. Seitdem du gestern auf ihm gearbeitet hast, jetzt gestern Abend könnte er die Treppe hinauf, wieder zum zweiten Etage. Aber er geht hinten auch nicht mehr so breit, nicht? Gestern ging so hinten. Ja. In the backside. Und jetzt lässt du die Beine schön zusammen. Und das ist eben, wenn im Fuß hier das versprungen ist, wie bei unserer Hand, dann kann er nicht abrollen. Er muss sich, wenn er Treppe geht, muss er drücken und mit der Zehe sich hochnehmen und dann weg. Und das geht dann nicht. Und dann hat er Schmerzen. Und in dem Moment. Coming from Germany. Oh, great. Yeah. Hier sieht man, wenn er Lumpen hat, er steigt so ab. Und wenn ein Hund abkommt, dann muss die Tönen gleichmäßig unten an der Wand. Und wenn der an den sieht, an einen sieht Schloten blieben und er läuft bloß binnen ab, dann hat er das Problem immer an der Innenfahrt. Offenbar klappt die Verständigung auf Platt. Jedenfalls macht Steve den Eindruck, als würde er alles begreifen. Okay. Wo alt ist er? Is he seven? He'll be eight tomorrow. Yeah. His birthday's tomorrow. Morgen wird er 8 Jahre alt. Richtig gutes Alter für so einen Hund, ne? Ja. So, gut festhalten. Ja. Und vorne nehmen. Yeah, he's very old for a Great Dane. I know it. Yeah, how's that feel, huh? How's that feel? Good boy. Dem Knacken nach zu urteilen, hat der Hund in seinem Leben noch keinen Knochenbrecher gesehen. Jetzt noch die Halswirbelsäule. Das war's. So, jetzt will ich noch einmal loben. You'd like to see more again. Okay. Um zu überprüfen, ob alles okay ist, muss der Knochenbrecher den Hund im Lauf sehen. Naja, für 8 Jahre ist natürlich ein gewaltiger Olle, nicht? Für die Rasse. Genau. Aus einem Hund in diesem Alter macht man keinen Sprinter mehr. Wenn er nur Trabenschall und kommt so in die Geläuf, dann fangen die Achten an, so zu hoppeln. Und das kriegt ein Hund bloß, wenn er nicht aufruhen kann. Wenn diese Lütsche Knochen sind, nicht bogen könnt. Und das ist das Problem. Das holt normalerweise 2-3 Tage an. Das sind die Entzündlichkeiten der Rute. Und dann läuft er an, es läuft er freie. Und dann kriegt er auch hier weniger Druck auf. Gut. Good. Thank you. Er ist immer halt alt, da muss man ja auch reden. Stinken dadurch. Wir haben auch einen Labrador-Hund. Ja? Ja. Kannst du die? Guck uns mit dir an. Ja. Und weil er dir das Platt beibracht? Ich hab Platt von meiner Oma gelernt. Ja. Finde ich super. Ja. Ich wohne ja so weit nicht von Aurich weg, 30 Kilometer. Ja, okay. Und wenn du nach Aurich hinfährst, kommst du von Oldenburger Sied. Ja. Da fährst du immer an die Kreuz, wo wir wohnen, praktisch Filsum, die Ostschlag fährt man runter nach Aurich. Also nach Westerstede? Ja. Und dann der Abfahrt nach Aurich. Das bringt die Gelenke wieder ins Lot. Eine Aufgabe, die allergrößte Sorgfalt und viel Fingerspitzengefühl erfordert. Diese Eigenschaften würde man dem massigen XXL-Ostfriesen vielleicht nicht auf den ersten Blick zuschreiben. Doch er beherrscht sie, wie kaum ein anderer. So. Hat ihn. Also dieses Bein kann man auch nicht mehr so weit rausstrecken, weil dies ein Handicap hat, nicht? Ja.
Der Schlüssel provoziert einen Katzenbuckel. Dadurch rücken sich die Wirbel wieder zurecht. An der rechten Seite Fesselträger hier. Aha. Problem? This Gelenk hier. Yeah, the fetlock, yeah. Yep, has a problem on the right side with the fetlock. Zum Hufstand. Mhm. Das Pferd soll Gelenk eine Gerade geben. Jetzt geht er so nach außen, aha, innen, aha, wieder nach außen. Ja. Er geht so, jetzt ja, ja, ja. Er das muss outside vom Hof bis hier. Bis hier circa dies wegschneiden. Ja. Das Pferd rund wird im Hinterbein. Da kann er sich wieder besser bewegen. Er kann nicht weit genug traben, um den Reiter zu tragen. Aha. Die Farbe im Maul muss rosa sein. Ja. The color of his guns need to be pinker. Okay. Es kann auch immer ein Zeichen sein, wenn das so gelb ist, dass sie Parasiten hat, Würmer ja hat. Ja. Das ist auch ein Ding. Dann ja gibt man einmal eine Wurmkur. Ja. So machen wir das in Deutschland. So you can tell me what he says. Yeah, he's saying that the yellow gums can also be a sign of parasites, worms, and so it needs to be dewormed regularly. We give a worm past. Yep. And worm 10 paste days later, nochmal. Yeah. 10 days later, another okay dose of it, of deworming. Am 12. Tag legen die schon wieder Eier. Also am 10. Tag bringen wir die Kinder um. The worm's children. We must kill it. Ja, ja. Man ihn glatt für einen Cowboy halten. Die Tiere haben auch so Respekt vor dem großen Mann. Außerdem bevorzugt der XXL-Ostfriese moderne Fortbewegungsmittel. Im heimischen Filsum herrscht unterdessen alles andere als Abenteuerstimmung. Opa tröstet sich mit Nachbar Titus und der tröstet sich mit einem Schnaps. Prost, Amerikan. Aber so richtig hilft das auch nicht. Vielleicht hebt ein Stückchen Schokolade die Laune. Dann lass mich so ein Ding annehmen. Ja, aber darf ja, du dürst ja nicht, du bist ja krank. Ja. Opa schlägt das schlechte Wetter so sehr auf den Magen, dass ihm nicht mal ein Spruch dazu einfällt. In Texas geht's jetzt knallhart zur Sache. Annette hat ein paar Männer zusammengetrommelt, die dem XXL-Ostfriesen zeigen sollen, was sie drauf haben. Und dabei bestätigt sich ein weiteres Vorurteil. Ein echter Texaner liebt sein Gewehr. In jeder Größe. Tell him, in Texas we have big guns for big guys. Yeah. Yes. Das war das mit der Schockwelle. Du kannst schießen, worauf du willst. Machine Gun? Hast du schon mal Machine Gun? Es ist egal, da liegt ja gar nicht so viel Wert drauf. Okay. Ja, spannen und zielen und abdrücken. Der XXL-Ostfriese entscheidet sich für die XS-Variante. Sehr sympathisch. Beide Hände benutzen ist einfacher. Try it again. How you measure it with the revolver? So? Ah, du kannst auch beide Hände. No. Annette, this. There, yeah. 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 Schlechter Schütze. Das macht nichts. There we go. Willst du eine Automatikpistole haben jetzt?
Nee, das brauche ich nicht. Ich habe genug. Das ist ein großes Spiel für große Kinder. Aber wenn ich nachgehe, nicht? Erstmal sind sie laut. Für mich liegt das nicht. Bin nicht mal Jäger geworden, obwohl Opa es gerne gesehen hätte. Ah, lass das nicht Carmen sehen, Tanne. Obwohl, die hat ja Schnitzel. Lecker, ne? Und Bier gibt's auch. Also schlecht geht's den Daheimgebliebenen in Filsum nicht. Außer Opa. Aber der wird jetzt ein bisschen aufgemuntert. Komm hier. Lass du die Sau raus? Ich lass die Sau aus. Ihr Schnitzel. Komm mal her. Komm mal her. Hier. Und nee, hier. Sitz. Schnitzel. Die Sau bei ihrem ersten Kneipenbesuch. Opa, reicht's für heute. Hier. Nee, hier. Nicht weiter. Hallo. Komm her. In Texas geht es munter weiter. Tamme ist inzwischen vollständig integriert und hat regionale Bräuche erlernt. Selten wurde die Rolle als Hahn im Korb so authentisch interpretiert. Überraschung in Filsum. Reni und Charlotte haben Nachwuchs bekommen. So feine Babys, ne? Oje, oje. Was ein Durcheinander. Hallo? Hallo, Reni. Mit Reni und Lotti, dann können die dir alles beibringen, ne? Insgesamt 7 Welpen sorgen im Stall für Neugier und Aufregung. Alle wollen wissen, was da los ist. Vor allem Schnitzel. Gibt's doch nicht. Mit wem redet Carmen denn da so liebevoll? Reni, ne? Ist dein Baby? Ist dein dickes Baby? Dein dickes Baby? Ja, fein, ne? Ja, ich komme! Schnitzel. Ich komm doch. Oh Gott. Hör mal, das geht aber ja so nicht. Nicht so laut. Was soll das denn? Was? Nicht so ein Stress hier. Weiter lernen. Während in Amerika die Sonne noch sommerlich warm scheint, ist in Filsum der Herbst eingezogen. Der Kamin ist angeheizt und Opas Federvieh hat sich noch nicht so ganz auf die kühlen Temperaturen eingestellt. Der XXL Ostfriese ist mittlerweile im wahren Pferdeland angekommen, Texas. Hier erwartet ihn Cowgirl Annette. Die gebürtige Hessin betreibt hier eine Pferdefarm und freut sich schon seit Wochen auf den Besuch des Knochenbrechers aus Filsum. Moin! Vielen Dank, dass du gekommen bist. Wie lange bist du schon hier? 15 Jahre. Heimatland, ja. Und wie gefällt dir Texas, was du bis jetzt gesehen hast? Wir sind hier gestern erst spät gekommen. Ja. Wir müssen uns jetzt noch an alles gewöhnen. Windig haben wir es heute. Aber wo ich herkomme, aus Friesland, ist immer mehr Wind. Hello, Robby. Ah, ja, dann hat das größere Pferd. Oh, no. Da denkt man immer, in Amerika sei alles überdimensional und dann gibt es keinen passenden Cowboy-Hut für den XXL-Ostfriesen. Problem. I know. You're too grande for us. Yes. Oh, smaller? Too small. Oh, no. Jetzt bloß nicht aufgeben. Try this one. This is a 7 5/8. Very good.
Na? Oh. It looks good. Gut. A little bit okay. Auseinander hier und sonst. Okay. Sehr gut. Okay. Daumen drücken. Hoffentlich kann die Verkäuferin noch ein paar Millimeter rausholen. Der sah so gut aus. See if this feels any different. Und? Ja. It looks good. Perfekt. No, it looks good. Just a y'all. Playing like that. Jetzt noch den richtigen Hutschmuck finden. Schon zu viel. Brown or black. Look at that. Glücklicherweise geht es hierbei nicht um die Größe, sondern nur um die Farbe. Das dürfte nicht so schwer sein. Na gut, die Auswahl ist ziemlich groß und der XXL-Ostfriese hat auch einen sehr eigenen Geschmack. Aber das sieht wirklich super aus. And I'll glue it in for you too. Okay. See what you think about that. Was will das? Thanks a lot. Thanks a lot. Gern geschehen. Das ist ja zu Quatsch, nicht? You're welcome. Also, daran kann man noch feilen. Moin, Tamer. Moin. Wie geht's dir? Gut, gut geschlafen, alles prima. Moin. Oh, sehr gut. Ja. Oh, und das ist ja mein Freund von gestern. Da möchte uns sie wollte. It's good to see you again. Hallo. Sie wollte dir bedanken. Rex. Ne? Rex? He's doing very well since you worked on him yesterday. For the first time in a couple of months, he was able to go up to the second story of my house without help. I'd always have to get behind him and give him a little push to get him all the way up. But yes. Twice he's gone up all by himself since you worked on him. Yeah. It's very good. Seitdem du gestern auf ihm gearbeitet hast, jetzt gestern Abend könnte er die Treppe hinauf wieder zum zweiten Etage. Aber er geht hinten auch nicht mehr so breit, nicht? Gestern ging so hinten. Ja. In the backside. Und jetzt lässt du die Beine schön zusammen. Und das ist eben, wenn im Fuß hier das versprungen ist, wie bei unserer Hand, dann kann er nicht abrollen. Er muss sich, wenn er Treppe geht, muss er drücken und mit der Zehe sich hochnehmen und dann weg. Und das geht dann nicht. Und dann hat er Schmerzen. Und in dem Moment blockiert er dann will er die Treppe nicht mehr hoch. Und das ist ja schön, dass er das jetzt wieder tut. Ja. Wirklich gut, dass du ihm helfen könntest. Super. Ja. Thank you so much. So, und jetzt ab zum Frühstück. Wenn nur die Wege in Amerika nicht immer so lang wären, stimmt's, Tamme? Ja. Wo die Kinder in Amerika, die haben die Geschäfte und alles. Das ist sehr komisch. Na, endlich. Jetzt steht nur noch die Sprache zwischen dir und deinem Glück. Was willst du zum Essen? Eier. Steak mit Eier. Beefsteak mit Eier. Willst du Eier mit Speck und Toast? Ja, das klingt nicht schlecht. Ja. Das klingt Man kann nicht also zwei Eier mit Wurst oder mit Speck und Toast. Das ist okay. Okay. Hauptsache was zu essen. Das ist kein Ostfriesentee. Der gibt dann nirgends. Ja. Den Clunches. Ja. Nein, das ist auch so, der Ostfriesentee ist super. Ja. Und die Eier? So breit, nicht? Gestern ging so hinten. Ja. In the backside. Und jetzt lässt du die Beine schön zusammen. Und das ist eben, wenn im Fuß hier das versprungen ist, wie bei unserer Hand. Bobby, this Hi. Is Tama Hanken Tom, pleased to meet Germany. You. Pleased to meet you. And we're here to check on your horse and look what you're doing with the horses. Two or three days ago, he just got a little knot on the right on the front of his... Am Vorderhof, oben am Kronbein, hat eine Schwellung. Right in here. Yeah. And I don't know how he done it, whether he hit the fence. Weiß also nicht, wo sich das Pferd verletzt hat.
Gucken wir uns ihn an. He say we will watch. Okay. Erstmal rausfinden, um welche Art Schwellung es sich handelt. Ein Geschwür, eine Prellung oder ein Abszess. Das ist schlimm. Das ist ein Hufgeschwür gewesen, der oben rausgekommen ist. Yeah. This was an abscess what came out. It was an abscess that busted. Okay. Not a problem. So that's no problem. Okay. No problem. For days, it's all right. Like gravel. Remember, we used to. Yeah. In the old days, we called them gravel. So it's just an abscess that came out. Yeah. It was an abscess. Darum kann arbeiten ruhig. Das ist jetzt kein Problem. He can work. You can work to us. It's no. Yeah, because he's not crippled. Es ist immer gut, wenn es rauskommt. It's always good if it come out. Okay. You know. Einmal in Schritt im Hoch und Runter laufen. You walk him and then, down and then come back and back, please. Kleines Pferd mit viel Popo, ne? Ja. Das ist ein kleines Pferd mit einem großen Herzen. Ich würde das Pferd Popo nicht... Popo ist aber der Arsch, nicht das Herz, nicht? Ja, aber ich würde trotzdem das Pferd nicht unterschätzen in seinem Können. Tamahanken lässt sich das Pferd vorführen, um zu erkennen, ob es noch weitere Probleme hat. Er läuft doch gut. Ja. Ja. Step very good. Auch wenn der Schritt harmonisch ist, eine Rundum-Einrenkbehandlung kann nie schaden. Als erstes ist die Wirbelsäule an der Reihe. Reflexe auslösen und dabei die einzelnen Nervenbahnen abtasten. Der Knochenbrecher arbeitet sich Wirbel für Wirbel zum Steißbein runter. Das sind nur so ein bisschen Steifigkeiten im Rücken. If he is stiff, he do that. Diese kleinen Blockaden im Rücken, die kommen dadurch. Er müsste normalerweise nach der Arbeit noch so einen 20 Minuten Schritt. Okay. That's not cooling him down enough. Schritt. Right. Okay. Schritt. Right. Schritt walk. Und hier, weil er so viel, er ist ein kleines Pferd mit sehr viel. Sieht nach einem lustigen Heimatabend mitten in Amerika aus. Ach ja, und zu essen gab's am Ende auch noch was. Just to kick him in the side, make him show his step and pride, back on those Texas plains. In Ostfriesland gibt Ferkelschnitzel alles, um die Zurückgelassenen ein wenig aufzumuntern. Wollen wir ein bisschen raus? Ja? Wollen wir ein bisschen raus? Ich muss ja auch mal eben gucken, was hier los ist. Komm erst hier. Schnitzel. Na, ja, dann geh erst mal. Oh. Oh, sag mal guten Tag. Komm her. Hey. Mal im Sitz. Mal im Sitz. So, ist brav. Nicht so wild, ne? Aufpassen! Nicht mit Fleischanlage hier, du! Aufpassen! So, komm mal her. Dass Schweine so bestechlich sind. Für ein Stückchen Käse würde Schnitzel wahrscheinlich sogar bei den Schweißarbeiten helfen. Ja. Platt ist zwar verbreitet, aber noch längst nicht Landessprache in den USA. Wir sind ja technisiert, ein bisschen Englisch. Da lernen wir mit links. Na, dann mal los, Tamme. Yes, ja. Das war ja Plattdeutsch. Yes, ja. Yes, ja. Yes. Nein. Ja. No, no. No. Ja, so blöd bin ich auch nicht. Bitte. Please. Please. Danke. Thanks. 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 Vielen Dank. Thanks a lot. Was wird das? Thanks a lot. Thanks a lot. Gern geschehen. Das ist ja zu Quatsch, nicht? You're welcome. Also, daran kann man noch feilen. Moin, Tama. Moin. Wie geht's dir? Gut. Gut geschlafen, alles prima. Moin. Oh, sehr gut. Ja. Oh, und das ist mein Freund ja, von gestern. Da möchte uns die Worte. It's good to see you again. Hallo. Sie wollte dir bedanken. Rex. Ne? Rex? He's doing very well since you worked on him yesterday.
For the first time in a couple of months, he was able to go up to the second story of my house without help. I'd always have to get behind him and give him a little push to get him all the way up. But yes. Twice he's gone up all by himself since you worked on him. Yeah. It's very good. Seitdem du. Er muss sich, wenn er Treppe geht, muss er drücken und mit der Zehe sich hochnehmen und dann weg. Und das geht dann nicht. Und dann hat er Schmerzen. Und in dem Moment blockiert er denn, dann will er die Treppe nicht mehr hoch. Und das ist ja schön, dass er das jetzt wieder tut. Ja. Das ist wirklich gut, dass du ihm helfen könntest. Super. Ja. Thank you so much. So, und jetzt ab zum Frühstück. Wenn nur die Wege in Amerika nicht immer so lang wären, stimmt's, Tamme? Ja. Wo die Kinder in Amerika, die haben die Geschäfte und alles. Das ist sehr komisch. Na, endlich. Jetzt steht nur noch die Sprache zwischen dir und deinem Glück. Was willst du zum Essen? Eier. Steak mit Eier, Beefsteak mit Eier. Willst du Eier mit Speck und Toast? Ja, das klingt nicht schlecht. Ja. Das klingt man kann nicht also zwei Eier mit Wurst oder mit Speck und Toast. Das ist okay. Okay. Hauptsache was zu essen. Das ist kein Ostfriesentee. Der gibt dann nirgends. Ja. King Clunches. Ja. Ah, das ist auch so, der Ostfriesentee ist super. Ja. Und die Eier offenbar auch. Excuse me? Ah, das wusste ich. Excuse me? Excuse me? Entschuldige bitte. Sorry. Das Friese entschuldigen sich nicht. Was ist das für no Quatsch? No problem. Not problem. Wie meinen? No problem. Not problem. Hallo. Ich sprich's aber auch nuschelig, du. Hi. Hi. Hello? Hello. A little difference in the size, huh? What's the problem from this horse? She has a swelling. We think it's a cyst right there, and she doesn't have it on the other side. Mm-hmm. Yeah. And which upswollen apparently? They think it's a fatty tumor or something. Wenn so was upschwollen ist, der Gift hat einen ganz hervorragenden Gift, Spinnengift. Da kann man diese Schwellung, die kann man einfach nehmen und da hat die Bitchen da dann hier, wo es ungefährlich ist. Dann kommt der Sack ganz prall hier und da kannst du ihn oben haben. See how, where your arm takes it, that's where your arm and your hand goes. All it is an extension of your hand. Okay, I understand. Willst du es mal probieren? Wir gehen aber ein bisschen von dem Pferd weg. Ja, bei der Horse ist mit dem Horse weg, so. Robbie, watch out! Nee, da kommt, jetzt bin ich schon selber drin. Das ging mir das erste Mal genauso. You pick it up, come from here and come. On the other one. Way, way forward. Vorsicht hinter nach mir. Nach vorne. Ja, das ist. Ja. Da, geht schon besser. Okay, hold up, now let's fix this a minute. Okay, stop. There you go. Jetzt brauche ich eine Kuh. Holy cow. Da hat er mir was eingebrockt hier. Ja. Jetzt geht das los. Und dann mit der Hand runter. Ja, beinahe. Ja. Ups. Ja. Just to kick him in the side. Ja! Das war prima schon. Das war ganz toll. That's better. Oh, it's better. I understand so langsam den Trick hier, aber das ist best. No tricks. Thank you. There's no tricks. Ein paar Tage noch und Tamme wird zum waschechten Texaner.
Das wäre zwar ein herber Verlust für Ostfriesland, aber mal ehrlich, ist dieses Land nicht wie gemacht für einen XXL-Cowboy? Doch es wartet noch Arbeit. Okay, lass uns mal sehen. Das ist der Buggy. Liebes Pferd, ein furchtbarer Gang. Komm hier, Buggy. Komm, es wird jetzt nicht gefressen. Nein. Ho. Hey. Der ist erst 9 Jahre und es geht schon seit Jahren. Ich hatte Chiropraktiker da, ich hatte 3 Tierärzte da. Der eine hat gesagt, ach, mach dir nichts draus, das ist das Knie, der läuft sich wieder ein. Der andere hat gesagt, das Pferd braucht ein bisschen mehr Aufwärmzeit. Sie wissen, das Ganze basiert auf einer Beckenschieflage. Ja. Guck ihm, der hängt rechts mit dem Schinken runter. Ja. Und dadurch hat er sich das Sprunggelenk überlastet und dann ist es verwuchert. Und das Röntgenbild hat ergeben, dass in seinem Sprunggelenk diese 3 Kuschen, die das sind, also die 3 Knorpel, der eine, der ist schon verwachsen. Von Arthrose deformiert. Vor 2-3 Jahren hätte man hier das Pferd hinten umgestellt, hinten vernünftig eingerenkt und dann wäre er wie eine 1 gewesen. Aber dieses Zaubern, da denn so die Broten wie mehr platt. Also, auch in Schaulen und so, wo dann du beibracht, die Kinder kriegt dann wieder Hürden und ich finde das auch richtig. Ja, mein Opa lehrt. Ja. Und ich habe eine Deutschland-Handwäsche, um Holtrop, da kommst du von her. Ja, Holtrop ist mich nicht. Ja, und da habe ich eine Lehr-Handwäsche und ich in der Tee-Museum. Ja, und ich probe mit der Frau Menske. Sie sagt, du bist von Holtrop, nicht? No, ich bin Amerikaner. Sieht nach einem lustigen Heimatabend mitten in Amerika aus. Ach ja, und zu essen gab's am Ende auch noch was. Just to kick him in the side, make him show his step and pride, back on those Texas plains. In Ostfriesland gibt Ferkelschnitzel alles, um die Zurückgelassenen ein wenig aufzumuntern. Wollen wir ein bisschen raus? Ja? Wollen wir ein bisschen raus? Ich muss ja auch mal eben gucken, was hier los ist. Komm erst hier. Schnitzel. Na, dann geh erst mal. Oh. Oh, sag mal guten Tag. Komm her. Hey. Mal im Sitz. Mal im Sitz. So ist brav. Nicht so wild, ne? Aufpassen! Nicht mit Fleischanlage hier, du. Aufpassen. So, komm mal her. Dass Schweine so bestechlich sind. Für ein Stückchen Käse würde Schnitzel wahrscheinlich sogar bei den Schweißarbeiten helfen. Ja. Platt ist zwar verbreitet, aber noch längst nicht Landessprache in den USA. Wir sind ja technisiert, da bitte Englisch. Da lernen wir mit links. Na, dann mal los, Tamme. Yes, ja. Das war ja Plattdeutsch. Yes, ja. Yes, ja. Yes. Nein. Ja. No, no. No. Ja, so blöd bin ich auch nicht. Bitte. Please. Please. Danke. Thanks. 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 Vielen Dank. Thanks a lot. Was wird das? Thanks a lot. Thanks a lot. Gern geschehen. Das ist ja zu Quatsch, nicht? You're welcome. Also, daran kann man noch feilen. Moin, Tamer. Moin. Sich regelmäßig zum Austausch auf Platt. Und freut sich, endlich mal ein Original begrüßen zu dürfen. Moin. Shirley Lushen Wyatt. Your D-Nome is Han Hannen? Tamme Hang. Tamme Hannen? Hanken. Hanken. Wo kommst du von? Von Kreis Lehe, Filsum. So, Filsum, Emden, Lehe, Ostfriesland. Yeah. Donum quer nach Emden, ja, der Voss, Esens, Nörden, lang.
50, 60 Kilometer, schätze ich, so an der Küste lang. Aber hier haben das ja gut beibehalten, die Sprache. Also die Sprache und die Plattdeutsche haben ja gut beibehalten. Oh, yeah. Ja, nachher mit Bienen. Ja, das. Ja, die Sprachen verändern sich ja nicht, das ist so. Bei uns ist die Tendenz so, die Broten wir mehr platt. Also auch in Schaulen und so, wo dann du beibracht, die Kinder kriegt dann wieder Hürden und ich finde das auch richtig. Ja, mein Opa lehrt. Ja. Und ich habe nach Deutschland hinweg, so um Holtrop, da kommst du von her. Ja, Holtrop ist nicht weit. Ja, und da habe ich nach Lehr hinweg. Und ich in der Tee-Museum. Ja, und ich probe mit der Frau Menske. Sie sagt, du bist von Holtrop, nicht? No, ich bin Amerikaner. Sieht nach einem lustigen Heimatabend mitten in Amerika aus. Ach ja, und zu essen gab's am Ende auch noch was. Just to kick him in the side, make him show his step and pride, back on those Texas plains. In Ostfriesland gibt Ferkelschnitzel alles, um die Zurückgelassenen ein wenig aufzumuntern. Wollen wir ein bisschen raus? Ne? Wollen wir ein bisschen raus? Ich muss ja auch mal eben gucken, was hier los ist. Komm erst hier. Schnitzel. Na, dann geh erst mal. Oh, sag mal guten Tag. Komm her. Hey. Mal im Sitz. Mal im Sitz. So, ist brav. Nicht so wild, ne? Aufpassen! Nicht mit Fleischanlage hier, du! Aufpassen! So, komm mal her. Dass Schweine so bestechlich sind. Für ein Stückchen Käse würde Schnitzel wahrscheinlich sogar bei den Schweißarbeiten helfen. Ja. Platt ist zwar verbreitet, aber noch längst nicht Landessprache in den USA. Wir sind ja technisiert, da bitte Englisch.